Sie sollen hier als Zeuge vernommen werden. Ich muss Sie meiner Pflicht gemäß auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Eides aufmerksam machen, Sie vor den Strafen des Meineids verwarnen. Ihre Aussage bezieht sich auch auf Ihre Personalien, also auf die Angaben über Ihre Person. Wir wollen als Gedächtnisstütze für das Gericht Ihre Aussage mit auf Band aufnehmen. Und ich möchte Ihnen das vorher sagen. Herr Dr. Morgan, Sie heißen mit Vornamen Konrad. Ja. Dr. Morgan, Rechtsanwalt, Sie sind wie alt? 54 Jahre. Sind Sie schon 54 ja. gewesen? 54 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt und sind verheiratet. Ja. Mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein. Herr Dr. Morgan, Sie sind hier jetzt wiederholt genannt worden, und zwar als Richter bei der SS, als SS-Richter, der verschiedene Untersuchungen vorgenommen hat, und zwar Untersuchungen nicht nur in Auschwitz, sondern auch in anderen Lagern. Vielleicht können Sie uns mit einigen Worten sagen, wieso es zu diesen Untersuchungen gekommen ist, aber dann in erster Linie Ihr Interesse richten auf die Untersuchungen im Lager Auschwitz, die uns ja hier hauptsächlich von Bedeutung sind, uns dann sagen, was Sie dort an Missständen gesehen haben und was Sie veranlasst haben. Ja. Bitte schön. Ich war als SS-Richter der Reserve etwa im Mai 1943 zum Reichskriminalpolizeiamt, Abteilung die Gruppe B, zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen abkommandiert worden und hatte einen ersten Auftrag in Weimar auszuführen. Dort hörte ich in der Bevölkerung Gerüchte, dass anlässlich der Judenaktion 1938, glaube ich, sich viele bereichert hätten und dass auch ein gewisser Verdacht auf den Kommandanten, dem Standartenführer Koch, ruhe. Ich habe diese Fragen mit Behördenvertretern gesprächsweise erörtert und musste denn sowohl von Seiten der Polizei wie auch der Gestapo den Bürgermeister, der Vertreter der Regierung, dieselben Beobachtungen oder Verdachtsgründe bestätigt hören. Und das ließ mir keine Ruhe und ich bin von mir aus zunächst ohne jeden Auftrag außerhalb der mir gesetzten Untersuchung der Sache nachgegangen und habe dann bei einer Überprüfung der Konten des Standartenführers Koch, die er bei einer Bank unterhielt, festgestellt, dass dieser sich im größten Umfang bereichert hat. Ich habe darüber dem zuständigen Gerichtsherrn, dem das Konzentrationslager zugehörte, dem Fürsten von Waldeck, einen Richter erstattet, und der sagte mir auch, dass Standartenführer Koch ihm sehr verdächtig sei und dass er seinerzeit ein Verfahren gegen ihn, gerichtliches Verfahren, eingeleitet hatte, dass er aber auf Befehl des Reichsführers SS Himmler Koch nach 2 Tagen schon aus der Haft entlassen musste und schwer gerückt wurde. Er sagte mir für diese Untersuchung seine vollste Unterstützung zu und ich berichtete in Berlin und bekam zu meiner großen Überraschung den Auftrag, die Verfehlungen des Standartenführers Koch aufzuklären. Ich habe Standartenführer Koch und seine Frau Ilse Koch, dann später den Lagerarzt Dr. Hofen, den Bungerwart, den Hauptscharführer Sommer, verhaftet und angeklagt. Koch wurde bekanntlich unter anderem wegen Mordes zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Die Untersuchung... War das noch vor Beendigung des Krieges? Ja, ja. Die Hinrichtung von dem Standartenführer Koch. Ja. Ja. Die Untersuchungen, die dehnten sich zwangsläufig auf andere Konzentrationslager aus. Denn Koch galt bis dato als ein Musterkommandant und zu ihm wurden sehr viele SS-Leute und Führer zur Ausbildung hingeschickt und nachher in andere Konzentrationslager versetzt. Eine Zeit lang hat er auch das Konzentrationslager Lublin aufgebaut und geführt. Und so dehnten sich diese Untersuchungen wegen dieser Verdächtigungen, die in Buchenwald angefallen waren, auf diese anderen Lager an, aus. Die für die zuständigen SS- und Polizeigerichte waren Verfahren gegen Angehörige von Konzentrationslagern ein heißes Eisen. Und nachdem nun mal von mir diese Breche geschlagen worden war, möchte sagen, so auf allgemeinen Wunsch hin, war man froh, dass man jemand hatte und dem ich also nun so ein Spezialist für Konzentrationslagerverbrecher geworden war, erhielt ich durch allgemeines Rundschreiben den Auftrag, größere und wichtigere Verbrechenskomplexe in Konzentrationslager zu untersuchen. Das heißt, die SS- und Polizeigerichte sind angewiesen worden, derartige Fälle an mich als Untersuchungsführer abzugeben. Nun zum Komplex Auschwitz. Meine Untersuchungen im Konzentrationslager Auschwitz wurden ausgelöst durch ein Feldprospektchen. Es war ein etwas kleineres, mehr langes als schmales Paket, gewöhnlicher Karton, der wahrscheinlich wegen seines ungeheuren Gewichtes bei der Feldpost aufgefallen war und wegen seinem Inhalt hatte ihn die Zollfahndung beschlagnahmt. Es enthielt nämlich 3 Klumpen mit Gold. Gold war eine Devise, ablieferungspflichtig und so ergab sich die Beschlagnahme durch die Zollfahndung. Absender war ein SDG, das heißt ein Sanitätsdienst Graz des Konzentrationslagers Auschwitz. Und adressiert war dieses Paket an seine Frau. Er unterstand damit der SS- und Polizeigerichtsbarkeit und mir wurde diese beschlagnahmte Sendung mit einem kurzen Anschreiben zur weiteren Veranlassung, glaube ich, hieß es, das, zugeleitet. Bei dem Gold handelte es sich um hochkarätiges Zahngold, das in einer primitiven Weise zusammengeschmolzen war. Es war ein sehr großer Klumpen, vielleicht von der Größe von 2 Fäusten, der andere war wesentlich kleiner, der dritte mehr unbedeutend. Aber immerhin, es war eine ganze Anzahl von Kilos. Ich nun weiter etwas veranlasste, überlegte ich mir die Sache. Zunächst war die Dreistigkeit, mit der hier der mir bis dahin unbekannte Täter vorgegangen war, verblüffend. Und es schien sich hier um eine ausgemachte Dummheit zu handeln. Aber je länger ich über die Sache nachdachte, glaubte ich, dass eine solche Auffassung den Täter unterschätzte. Denn immerhin bei 100.000 von Feldpostpäckchen war die Chance sehr gering, dass nun ausgerechnet diese gefährliche Sendung beschlagnahmt und entdeckt werden würde. Sondern es war hier, schien mir, ein Zug einer
raffinierten Primitivität und einer skrupellosen Rücksichtslosigkeit bei dem Täter vorzuwalten. Ein Zug, der sich dann bei meinen späteren Ermittlungen im Konzentrationslager Auschwitz als richtig erweisen sollte. Denn nach dieser Methode wurde da eigentlich durchweg gearbeitet. Meine weitere Überlegung, die jagte mir allerdings einen nicht geringen Schauder den Rücken herunter. Denn ein Gramm Gold besteht ja aus 1000 Gramm. Ich wusste, dass die Zahnstation der Konzentrationslager beauftragt waren, in den Krematorien das dort anfangende Gold der Leichenverbrennung zu sammeln und an die Reichsbank abzuführen. Und die Goldblombe, das sind ja nur wenige Gramm. 1000 Gramm oder mehrere tausend Gramm bedeutete also den Tod von mehreren tausend Menschen. Aber es trägt ja nicht jeder Goldblumen, sondern in der damaligen doch sehr armen Zeit nur ein gewisser Bruchteil. Und je nachdem, wie man schätzte, ob jeder 20. oder 50. oder 100. Gold im Mund trug, musste man diese Zahl damit multiplizieren. Und so stellte eigentlich diese beschlagnahmte Sendung sozusagen den Gegenwert von 20, 50 oder 100.000 von Leichen dar. Ein erschütternder Gedanke, aber das geradezu Unfassbare daran war, dass der Täter unbemerkt derartige bedeutende Mengen beiseite bringen konnte. Und so wenig die Tat des Angeklagten aufgefallen war, so schloss ich weiter, so wenig konnte es da auffallen, dass da 50 oder 100.000 Menschen verschwunden und verascht worden waren. Eine natürliche Todesursache konnte hier ja nicht obwalten, sondern die Menschen, die mussten hier ermordet worden sein. Unter diesem Gesichtspunkt erfasste ich erstmal, dass mir dieses damals kaum bekannte Auschwitz, dessen geografische Lage ich mit einigen Schwierigkeiten auf der Karte suchen musste, eine der größten Menschenvernichtungsstätten sein musste, die überhaupt die Welt gesehen hatte. Ich hätte diesen Vorgang bei der beschlagnahmten Goldsendung sehr einfach erledigen können. Die Beweisstücke waren ja nun überzeugend, ich hätte den Täter verhaften lassen können und anklagen und damit war dieser Fall erledigt. Aber nach meinen Überlegungen, die ich Ihnen kurz geschildert habe, musste ich unbedingt mir das ansehen und ich fuhr deshalb so schnell ich konnte nach Auschwitz, um die Untersuchungen an Ort und Stelle zu führen. So stand ich dann an einem Vormittag auf dem Bahnhof in Auschwitz. Man erwartet unwillkürlich von einer Stätte, in dem sich Ungeheuerliches, Unsagbares, Unvorstellbares vollzieht, dass irgendwie da Spuren sichtbar sein müsste, besondere Atmosphäre. Ich blieb deshalb längere Zeit auf dem Bahnhof stehen, um da irgendetwas zu sehen. Aber Auschwitz, so eine kleine Stadt mit einem sehr großen Durchgangs- und Verschiebebahnhof, etwa wie Bebra,
Es gingen dauernd Züge durch, Truppentransporte nach dem Osten, verwundete Transporte kamen zurück. Kohlenzüge, Erzzüge, Güterzüge, auch Personenzüge. Die Menschen, die stiegen da aus, die Jungen lustig, Eltern mürrisch abgearbeitet, als wäre es die alltäglichste Sache von der Welt. Es sah auch Häftlingstransporte, gestreiften Anzügen, aber die gingen von Auschwitz weg, es kam keiner an. Nun, das Konzentrationslager war nicht zu übersehen, aber von außen bot es auch nur den Anblick, den man von Kriegsgefangenenlagern oder anderen Konzentrationslagern gewohnt war, hohe Mauern, Stacheldraht, Wachtürme, Posten, die auf und ab gingen, ein Tor, ein beschäftigtes Treiben der Häftlinge, aber sonst nichts Auffälliges. Ich melde mich bei dem Kommandanten, dem Standartenführer Höss, ein etwas untersetzter, sehr wortkarger, einsilbiger Mann mit einem steinernen Gesicht. Ich hatte ihm meine Ankunft bereits durch Fernschreiben mitgeteilt und eröffnete ihm, dass ich hier Untersuchungen zu führen hätte. Er sagte, etwa dem Sinne nach, dass ihnen eine ungeheuer harte Aufgabe übertragen sei und dieser Aufgabe seien charakterlich nicht alle gewachsen. Und fragte dann kurz, wie ich beginnen wolle. Ich sagte ihm, ich müsste zunächst mal das ganze Lager besichtigen. Ehe ich eine Untersuchung in einem Konzentrationslager begann, habe ich mir das Lager allgemein und insbesondere seine Schwerpunkte da angesehen. Ich sah kurz auf den Dienstplan, telefonierte und es kam dann ein Hauptsturmführer und den wies er an, mich mit einem Wagen durch das Gelände zu fahren und ihm mir alles zu zeigen, was ich sehen wollte. Ich fing mit dem Anfang vom Ende an, nämlich der Rampe in Birkenau. Die Rampe sah aus wie jede andere Rampe auf einem Güterbahnhof auch. Es war nichts Besonderes daran festzustellen und es waren auch gar keine besonderen Vorkehrungen irgendwie getroffen. Ich fragte deshalb meinen Führer, wie das nun vor sich ginge. Er erklärte mir, dass ein Transport, meistens Juden, vom Bahnhof kurz vor der Ankunft, vom Einlaufen Auschwitz dem Lager gemeldet wird. Darauf rückte eine Wachmannschaft aus, sperrte die Gleise und die Rampe ab. Dann wurden die Türen der Waggons geöffnet. Die Ankömmlinge mussten aussteigen und ihr Gepäck absetzen. Männer und Frauen müssten sich getrennt aufstellen. Und dann, erklärte mir, würde zunächst nach Rabbinern gefragt. Rabbiner und sonstige bedeutende jüdische Persönlichkeiten wurden sofort ausgesondert, ins Lager gebracht, in eine Baracke, die sie für sich hatten. Ich habe sie später gesehen, sie stimmte, gut gehalten, sie brauchten nicht zu arbeiten, es wurde erwartet, dass sie möglichst viele Briefe und Postkartengrüße in aller Welt nach Auschwitz schickten, um damit von vornherein jeden Verdacht, dass hier irgendetwas Gräuliches vor sich gehe, zu zerstreuen. Danach fragte man nach Spezialisten, die das Lager brauchte. Das Lager war ja mit großen Industriebetrieben verbunden. Die suchte man dann vorher aus und der Rest, der wurde dann nach arbeitsfähig, arbeitsunfähig getrennt. Die Arbeitsfähigen marschierten zu Fuß in das Lager Auschwitz.
wurden dort regulär als Häftlinge aufgenommen, eingekleidet, eingeteilt. Die andere Gruppe musste auf Lastwagen Platz nehmen und ging sofort, ohne dass eine namentliche Feststellung erfolgte, in die Gaskammern nach Birkenau. Als schwarzen Witz erzählte mir mein Begleiter, dass wenn man keine Zeit habe oder kein Arzt da sei, zu viele Ankömmlinge da seien, dass man dann auch gelegentlich ein Verfahren abkürze, man den Ankömmlingen dann sagte, höflichen Worten, das Lager wäre doch einige Kilometer entfernt und wäre sich zu krank oder zu schwach oder das Gehen zu unbequem sei, der könne auch hier von der Fahrgelegenheit, die das Lager bereitgestellt haben, Gebrauch machen. Darauf setzte denn ein Massenansturm auf die Fahrzeuge ein. Und nur diejenigen, die nicht mitkamen, die konnten dann das Lager marschieren, während die anderen unbewusst den Tod gewählt hatten. Von der Rampe folgten wir der Spur der Todesfrachten zum Lager Birkenau. Es lag in einigen Kilometern entfernt. Äußerlich war da auch nichts Auffälliges zu sehen. Großer Maschendrahtzaun, etwas windschief, mit einem Posten. Dahinter lag das sogenannte Lager Kanada, wo die Effekten der Opfer durchgesucht, geordnet, weiter verwandt wurden. Man sah von den letzten Transporten noch einen Haufen aufgebrochener Koffer, Wäschestücke, Aktentaschen, aber auch ganze Zahnarzteinrichtungen, Schustereinrichtungen, Medikamententaschen liegen. Offensichtlich waren die sogenannten Evakuierten wirklich der Auffassung, sie würden im Osten, wie man es ihnen gesagt hatte, angesiedelt und fänden dort eine neue Existenz und hatten dann das Notwendige dazu mitgebracht. Und dahinter lagen dann die Krematorien. Es waren einstöckige Hallen mit Satteldächern, die genauso gut Werkschuppen oder kleine Werkstätten hätten sein können. Selbst die sehr breiten und massiven Schornsteine brauchten dem Laien nicht weiter aufzufallen, denn sie waren sehr niedrig, sie endeten kurz über dem Dach. Auf der Seite, wo die LKWs anfuhren, war der Boden schräg vertieft, etwa in Schulhofgröße, mit Schlacke bestreut und kurz abgestellt, da fuhren die rein, sodass also ein Außenstehender, der diese Lastwagenkolonne sah, dann plötzlich nur feststellen, dass die in einer Bodensenkung verschwunden waren, ohne dass er aber nun feststellen konnte, wo die Transportierten abgeblieben waren. Auch wieder eine dieser raffinierten, im Grunde aber primitiven Vorsichtsmaßnahmen, die man als roten Faden durch die ganze Organisation immer wieder feststellen konnte. In dem Hof war ein Rudel, muss man sagen, jüdischer Häftlinge, gelben Stern, mit ihrem Kabo, der einen langen Knüppel trug, und die uns sofort umkreisten. Sie liefen dauernd so im Kreise darum, gegenwärtig jeden Befehls und nach jeden Blick haschend. Und
schoss mir so durch den Kopf, die sehen, die verhalten sich ja genauso so wie ein Rudel Schäferhunde. Und da sagte ich dann auch da meinem Begleiter, der darüber lachte und sagte, ja, das wäre auch die Aufgabe. Die Todesopfer, die sollten zunächst mal, indem sie also ihre Glaubensgenossen da sahen, Vertrauen haben, und dieses Kommando hatte auch Anweisungen, ja nicht die Ankömmlinge zu schlagen. Es sollte alles vermieden werden, damit so eine Panik ausbricht, sondern man sollte denen ein bisschen Angst und Respekt machen, nicht im Übrigen, aber eben nur da sein und auch dann, die dahin leiten und führen, wo man sie haben wollte. Hinter dem Hof war ein großes Tor, das in die sogenannten Umkleidungsräume führte. Ähnlich wie die Auskleidehalle von einer Turnhalle. Einfache Holzbänke standen da mit Kleiderrechen. Und auffälligerweise war jeder Platz nummeriert, trug auch eine Garderobemarke, und man schärfte noch den Opfern ein, ja, acht auf ihre Garderobe zu geben, die Garderobenmarke festzuhalten, alles um bis zur buchstäblich letzten Sekunde nicht den geringsten Verdacht aufkommen zu lassen und die Todesopfer ahnungslos in die gestellte Falle zu bringen. Dann an der Wand war ein großer Pfeil, der in einen Gang wies. Und darauf stand kurz und bündig: zu den Duschräumen. Und das wurde in 6 oder 7 Sprachen wiederholt. Man sagte denen also: ihr kleidet euch aus und werdet geduscht und desinfiziert. Und durch diesen Gang, an diesem Gang lagen dann verschiedene Kammern ohne jede Einrichtung, kahl, nackt, Zement, Fußboden. Auffällig und zunächst unerklärlich war nur, dass in der Mitte ein vergitterter Schacht stand, der bis zur Decke führte. Es hatte zunächst dafür keine Erklärung, sondern man sagte, dass durch eine Öffnung vom Dach aus Gas, und zwar in kristalliner Form, das Zyklon B, in diese Todeskammern gegossen würde. Bis zu diesem Moment war also der Häftling ahnungslos, und dann war es natürlich zu spät. Gegenüber den Gaskammern lagen die Leichenaufzüge. Diese führten dann nun in den ersten Stock oder von der anderen Seite aus gesehen in das ebenerdische Geschoss. Das eigentliche Krematorium war ein riesiger Saal, dessen einen Seite lange Reihe die Krematoriumsöfen standen, mit geblätterten Fußboden. Alles atmete eine sachliche, neutrale, technische, wertfreie Atmosphäre aus. War alles spiegelblank geleckt. Und einige Häftlinge in Monteuranzügen, die polierten da ihre Armaturen, machten sich da künstlich Bewegungen, sonst war alles still und leer. Nachdem ich diese äußeren Einrichtungen gesehen hatte und irgendwie SS gar nicht in Erscheinung getreten war, interessierte mich natürlich nun mal die SS-Leute zu sehen und kennenzulernen, die diesen ganzen Apparat da verwalteten und in Betrieb hielten. Es wurde mir dann ein kurzer Blick in die sogenannte Wachstube des Lagers Birkenau verstattet. Und hier habe ich dann zum ersten Mal
einen wirklichen Schock erlitten. Sie wissen, eine militärische Wachstube, die zeichnet sich bei sämtlichen Armeen der Welt durch eine spartanische Einfachheit aus. Steht da ein Schreibtisch, es hängen Anschläge, sind da einige Brötchen da für diejenigen, die da abgelöst werden, Schreibtisch und Telefon. Aber das hier war anders. Es war ein niedriger, etwas schummriger Raum. Und da standen bunt zusammengewürfelte Couchen herum. Und auf diesen Couchen, da lagen malerisch einige SS-Leute, meistens so unter Führerdienstgrade, und dösten da mit glasigen Augen vor sich hin. Ich hatte den Eindruck, dass sie die Nacht vorher ziemlich viel Alkohol genossen haben mussten. Statt eines Schreibtisches stand ein riesiger Hotelherd da, und auf diesem bugen vier, fünf junge Mädchen Kartoffelpuffer. Es waren offensichtlich Jüdinnen, sehr schöne orientalische Schönheit, vollbusig, voller feurige Augen, trugen auch keine Häftlingskleider, sondern normal, ganz kokettes Zivil. Und die brachten nun ihren Paschas, die auf den Couchen darum lagen und dösten, die Kartoffelpuffer, und fragten besorgt, ob auch recht viel Zucker, ob genügend Zucker darauf waren, und fütterten die. Keiner nahm von mir und meinem Begleiter, immerhin also doch im Hauptmann, Notiz, es wurde keine Meldung gemacht, es ließ sich keiner stören. Und ich klappte meinen Ohren nicht zu trauen, diese weiblichen Häftlinge und die SS, die duzten sich miteinander. Ich muss also wohl ziemlich entgeistert meinen Begleiter angeschaut haben. Der zuckte nur die Achseln und sagte, die Männer haben eine schwere Nacht hinter sich. Sie hatten einige Transporte abzufertigen. Ich glaube, so drückt er sich aus. Das bedeutete also, dass in der Nacht, während ich da im Zuge stehend nach Auschwitz fuhr, einige tausend Menschen, einige Ladungen, Zugladungen voll hier vergast und verascht worden waren. Und von diesen Tausenden von Menschen, da war auch nicht das Stäubchen auf einer Ofenarmatur übrig geblieben. Nachdem also ich in Birkenau alles gesehen hatte, was es zu sehen gab, habe ich dann einen Rundgang durch das Lager gemacht, was man da so auf die Schnelle gezeigt bekommt. Irgendeine gut ausgesuchte Häftlingsstube oder Baracke, Kultureinrichtung des Lagers, die es auch gab. Der Gangenbau. Und dann ließ ich mich natürlich in den sogenannten Bunker und auch an führen, und dabei wurde mir ganz offen und mit größter Bereitwilligkeit die sogenannte schwarze Wand gezeigt, wo die Erschießungen stattfanden. Nachdem ich das Lager besichtigt hatte, war mittlerweile spät Nachmittag geworden, da schritt ich in unsere Aktion und ließ das ganze SS-Krematoriumskommando in seiner Unterkunft
vor den Spinden antreten und nahm eine Durchsuchung vor. Und wie ich mir es gedacht hatte, so kam denn da einiges zum Vorschein. Goldene Ringe, Münzen, Ketten, Ketschen, Perlen, so ziemlich sämtliche Währungen der Welt. Bei dem einen wenig Souvenirs, wie der Betreffende sagte, bei dem anderen kleines Vermögen. Was ich aber nicht erwartet hatte, war, dass aus eins oder zwei Spinden mir die Geschlechtsteile frisch geschlachteter Bullen entgegenfielen. Ich war zunächst völlig entgeistert und konnte mir also den Verwendungszweck nicht vorstellen, bis mir der betreffende Spindinhaber errötend tatsächlich, das gab es, dann gestand, dass man sich das besorge zur Auffrischung der eigenen sexuellen Potenz. Nachdem ich also diese Durchsuchung vorgenommen und damit das ganze Krematoriumskommando da festgenagelt, kurz vernommen hatte, war der Tag zu Ende. Und ich begab mich dann in meine Unterkunft. Verständlicherweise konnte ich in dieser Nacht kein Auge schließen, obwohl ich da schon einiges in Konzentrationslagern gesehen hatte, aber so etwas nun doch noch nicht. Und ich überlegte mir, was nun dagegen unternommen werden könnte. Der Laie neigte nun angesichts der scheinbaren Machtfülle eines Richters, eines Staatsanwaltes, dazu die Frage zu stellen: Warum hast du denn die Verantwortlichen, und zwar an höchster Stelle befindlichen, nicht sofort verhaftet und denen diese entsetzlichen Verbrechen den Prozess gemacht? Ich darf die Laienbeisitzer zunächst daran erinnern, dass hier kein Richter außerhalb der Hauptverhandlung an der Strafsache die Macht hat, eine Verhaftung vorzunehmen, sondern er ist darauf angewiesen, dass der zuständige Staatsanwalt einen Haftantrag stellt. Der Staatsanwalt muss in wichtigen Sachen seinem Vorgesetzten, dem Oberstaatsanwalt, dem Generalstaatsanwalt oder dem Bundesanwalt oder dem Justizminister berichten. Die Staatsanwaltschaft ist eine bürokratische Behörde, die weisungsgebunden ist. Und es kann nicht irgendein Hilfsarbeiter an der Staatsanwaltschaft einfach einen Antrag stellen, irgendwie eine bedeutende Persönlichkeit zu verhaften. Bei der SS- und Polizeigerichtsbarkeit lagen nun die Dinge ganz anders. Die SS- und Polizeigerichtsbarkeit war ja Kriegsgerichtsbarkeit neben der Kriegsgerichtsbarkeit des Heeres, der Marine, der Luftwaffe. Die Kriegsgerichtsbarkeit des vierten Wehrmachtsteiles, nämlich der Waffen-SS und der Polizei in besonderem Einsatz. Die Kriegsgerichtsbarkeit ist ein Ausfluss der militärischen Kommandogewalt, von dieser abgeleitet und abhängig. Alle wichtigen Funktionen, die sonst das Gericht, das mit unabhängigen Richtern besetzt, ausübt, liegt in den Händen des sogenannten Gerichtsherrn, das heißt des kommandierenden Generals. Und über ihm der Korps der Armeegeneralen als oberster Gerichtsherr, der Oberbefehlshaber der Wehrmacht damals zu Hitler.
Der Gerichtsherr fertigt, der schreibt einen Haftbefehl. Der Gerichtsherr ordnet die Eröffnung eines Verfahrens an. Der Gerichtsherr besetzt das Kriegsgericht. Er bestätigt oder verwirft Urteile. Er ordnet die Vollstreckung an. Um also nun gegen Himmler oder Hitler, die Urheber dieser Verbrechen, vorgehen zu können, gerichtlich vorgehen zu können, hätte ich also bei Hitler selbst, der bei Himmler selbst einen Haftbefehl gegen sich selber beantragen müssen. Und selbst wenn er gegen sich selbst ein Verfahren eröffnet hätte, wäre es unmöglich gewesen, ein Gericht zusammenzustellen. Denn das Gericht musste so besetzt sein mit einem Beisitzer, Kleinbeisitzer im Range des Angeklagten, mit einem Dienstgröße höheren. Man hätte also einen Hitler als Beisitzer, einen Über-Hitler als zweiten Beisitzer gebraucht. Und also Sie sehen daraus, es war absolut unmöglich. Man musste feststellen, dass Hitler sich in einem rechtsfreien Raum bewegte. Dadurch, indem sämtliche Schranken der Gewaltenteilung aufgehoben waren und er Reichskanzler, Reichspräsident, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, oberster Gesetzgeber, oberstes Vollzugsorgan, oberster Gerichtsherr, alles in einer Person darstellte. Wir wollen an dieser Stelle unterbrechen, Herr Rechtsanwalt Dr. Morgan, und wollen um 2 Uhr wieder fortfahren. Ich bitte Sie, pünktlich wieder hier zu sein. Die Sitzung, Herr Rechtsanwalt Dr. Morgan, wenn Sie etwas lauter sprechen würden. Es ist mir eben gesagt worden, dass Sie nicht überall verstanden werden. Ich bemühte mich, vor der Pause auszuführen, dass mit judiziellen Mitteln gegen die von mir festgestellten Verbrecher nicht vorzugehen war. Was auf die an letzter Stelle Verantwortlichen, nämlich Hitler und Himmler, zutrifft, trifft selbstverständlich auch auf die von Ihnen unmittelbar Beauftragten zu, den Standartenführer Höss und die ihm Untergebenen. Denn Sie hätten, wenn Sie die Anklage gegen diese Männer verfügt hätten, zugleich sich selbst und ihre eigenen Taten anklagen und verurteilen müssen. Der Staatsanwalt, der Richter, kann ja nur das Gesetz anwenden, das er vorfindet, und sich kein eigenes machen. Tritt er außerhalb der Schranken des Rechtes, dann wird er selber zum Verbrecher. Es lag in dieser Lage nahe, an außergesetzliche Möglichkeiten zu denken, nämlich an ein Attentat. Aber das war undurchführbar. Denn ich als einer der wenigen war während des Krieges einmal im Führerhauptquartier. Ich wurde zu einem Vortrag vor Himmler befohlen. Man kam dahin nur aufgrund eines schriftlichen Befehls vom Führerhauptquartier selbst. Man musste dann in einer bestimmten Dienststelle in Berlin die Fahrkarten für den speziellen Sonderzug, der dorthin ging, abholen. Es waren sehr strenge Kontrollen am Bahnsteig und im Zug. Und dann nach einer Nachtfahrt gegen Mittag des nächsten Tages hielt der Zug plötzlich irgendwo in Ostpreußen auf einer grünen Wiese zwischen Kühen über einen Feldweg, kam dann ein Wagen und holte einen ab. Man fuhr in einem dichten Wald, durch viele Sperrkreise hindurch. Da lagen dann ganz verstreut, auch noch durch Tarnnetze geschützt, schwer bewacht, die Baracken.
Wer in diesen einzelnen Baracken hauste, wo etwa Himmler oder Hitler residierte, das war nicht zu ergründen. Übrigens kam ich nicht zum Vortrag, sondern ich wurde nach mehreren Stunden Wartezeit weggeschickt. Es hieß, Himmler sei plötzlich abberufen worden, hätte mit dem Flugzeug an die Front gemusst und so fuhr ich wieder zurück. Aus dieser persönlichen Anschauung kann ich also beurteilen, deshalb kam mir der Gedanke gar nicht an eine solche Möglichkeit. Man kann daran denken, öffentlich Zeugnis davon abzulegen, von diesem Geschehen. Aber wenn man das gemacht hätte, das hätte ja niemand geglaubt, man wäre für einen Verrückten erklärt und festgenommen worden. Am Ende dieser schlaflosen Nacht musste ich einsehen, dass dieses System nur von außen zu bekämpfen und zu stürzen war. Und ich glaubte, den Versuch dazu machen zu müssen. Es fiel mir ein, dass ich vor einiger Zeit mal mit einem Kriminalkommissar gesprochen hatte, der Jahre im Grenzabschnitt an der Schweiz, Konstanz, Dienst versah und der mir damals gesprächsweise über die vielen Möglichkeiten des Grenzübertrittes berichtete, zählte und beschrieb, der Straßen mit Häusern, wo der Vordereingang auf deutschem, der Hintereingang schon auf Schweizer Gebiet liegt. Ich glaubte, diese Übergangsstellen zu finden. Ich war deshalb entschlossen, nach der Schweiz zu gehen. Die Möglichkeit dazu war für mich einfach, denn für meine vielen dienstlichen Reisen führte ich ständig Blanko-Marschbefehle und Blanko-Militärfahrscheine mit. Ich brauchte die je nach den Erfordernissen, die plötzliche Untersuchungen stellten, nur auszufüllen. Ich stellte also einen Fahrschein, einen Marschbefehl, kriegsgerichtliche Untersuchung Wien aus und von Wien weiter nach Konstanz und fuhr dann durch. 36 Stunden später etwa näherte ich mich meinem Ziel. In der Zwischenzeit hatte ich mich so weit wieder beruhigt, dass ich nun die mir bevorstehenden nächsten Ereignisse versuchte ins Auge zu fassen. Glaubte, dass mir der Grenzübertritt gelingen würde und fragte mich, wie sich das nun im Einzelnen drüben abspielen würde. Sicherlich sofort eine Vernehmung und würde von einer Dienststelle zu einer höheren weitergereicht werden. Während ich mir das plastisch vorzustellen versuchte, die Fragen, meine Antworten, da wurde mir plötzlich klar, dass dieser, mein Bericht und meine Erzählung, ja für einen Außenstehenden, insbesondere für einen Neutralen, ja so unglaublich und unfassbar klingen musste, dass mir nichts geglaubt werden würde. Es würde bestimmt die Frage kommen, haben Sie denn selber eine Vergasung gesehen, haben Sie eine Leiche eingeschlagenen Häftling gesehen, und ich hätte ehrlicherweise sagen müssen, nein. Aber ich riss mich aus dem Gedanken, stelle mir das umgekehrt vor, dachte, wenn es nun gut geht, dir wird geglaubt, was passiert denn dann? Sicher, die Schweizer Regierung, die würde nichts machen, aber man würde mich der Presse wahrscheinlich stellen, ich würde da Ausführungen machen. Folge davon wäre die Kriegspropaganda gegen Deutschland, die würde auf ungeheuren Touren anlaufen. Und ich musste mir sagen, nach dem, was ich gesehen und hatte, bei einem totalen Zusammenbruch, bei einer völligen Besiegung Deutschlands,
da würden die Siegermächte uns, das ganze deutsche Volk, ja aufgrund dieser Vorkommnisse vernichten und jeden Einzelnen, so dachte ich mir, vierteilen. Und nun so etwas in die Wege zu leiten und verantworten zu müssen, das ging über meine Kraft. Deutsches Volk, das ist ja ein großer Begriff, er setzt sich aus vielen Einzelnen zusammen. Und ich dachte nun an die Nächsten, zunächst natürlich an meine Eltern, die mir unter Opfern das Studium ermöglicht hatten und die ich nur als brave, anständige Menschen kannte, die ein solches Los nicht verdienten. Ich dachte weiter an meine Kameraden, die ich vor kaum einem Vierteljahr an der Russlandfront verlassen hatte. War damals im Regiment SS Germania, das zum großen Teil aus Dänen, aus Belgiern, Holländern, Norwegern bestand, Freiwilligen, jungen Idealisten, die mir offen erklärten, sie seien keine Nationalsozialisten, aber dass es hier nunmehr darauf ankomme, die europäische Kultur zu verteidigen gegen den anbrannenden Bolschewismus und die unzureichend bewaffnet gegen eine Übermacht kämpfend, unsinnige Haltebefehle ausführend, da auch zwar die Soldaten kennen das von der Russlandfront, als Division verheizt wurden und trotzdem den Tod erlitten für ihre Ideale. Auch die hatten das nicht verdient. Und so sah ich denn auch, von welcher Seite ich die Angelegenheit betrachtete, aus einer solchen Handlung nur neues Unheil kommen. Und ich fuhr daraufhin nach Berlin zurück. Unterwegs wurde ich dann noch weiter ruhig. Und während ich an diese Hängersknechte in Auschwitz, aber auch an die Häftlinge, die sich da dienstbar machten, zunächst mit Hass und Verachtung und Abscheu gedacht hatte, da versuchte ich, mich in deren Lage zu versetzen. Es ist ja nun ein hervorstechender Zug des Menschen, des Lebens überhaupt, dass es sich den Gegebenheiten anpasst und nach jedem Strohhalm und jeder Chance des Überlebens greift. Und insofern, da war es nicht den Häftlingen zu verübeln. Man konnte deshalb also nicht der ganzen Menschheit Gram sein, ebenso wenig aber wegen dieser SS-Leute, dem ganzen deutschen Volk. Und aus dieser Erkenntnis heraus kam mir plötzlich, sah ich einen Weg des möglichen Vorgehens, wo das höchste der Rechtsgüter, das Leben, nichts mehr gilt und in den Schmutz getreten wird, massenweise vernichtet. Da müssen ja sämtliche andere Rechtsgüter, ob es nun das Eigentum, die Treue oder sonst etwas ist, die müssen ja auch zerbrechen und ihren Wert verlieren. Und deshalb, und davon hatte ich mich ja schon überzeugt, mussten diese Leute, denen man diese Aufgaben übertragen hatte, die mussten zu Verbrechern werden. Und dazu gab mir ja nun mein Auftrag und das Strafgesetzbuch die Möglichkeit, diese Verbrechen, nämlich die Nichtbefohlenen, zu verfolgen. Und das tat ich dann auch. Und ich glaubte, dass man, wenn man massenweise das Verbrechertum entlarvte und immer wieder darauf hinwies, dass das ja nun die Folge der Verhältnisse und der gegebenen Befehle sein musste, dass vielleicht die entfernte Möglichkeit der Einsicht und eines Wandels bestand. Und auch hinsichtlich der Oberverantwortlichen, jedenfalls bis zum Wirtschaftschef der Konzentrationslager, dem SS-Obergruppenführer Pohl, hatte ich schon einen ersten Hinweis bekommen. Sie erinnern sich,
dass ich eingangs sagte, dass die in den Krematorien der Konzentrationslager bei den Verbrennungen anfallenden Goldreste der Reichsbank abzuliefern waren. Aber die in den Krematorien in Auschwitz anfallenden Goldmengen gingen nicht zur Reichsbank, sondern zur Läuterung und Umschmelzen an die Degussa Frankfurt Main. Ich habe den Weg später verfolgt und gerade aus der Hinterlassenschaft und den Magen und Pfennigen der toten Häftlinge von diesem Konto, das da geführt worden ist, hatte sich der Obergruppenführer Pohl und seine unmittelbaren Mitarbeiter da einige 100.000 Mark zur Seite gebracht. Das hat mit mir der SS-Wirtschaftsprüfer Steinberg und Brehm auch später festgestellt, einwandfrei bewiesen. Aber von diesen meinen Hoffnungen und Absichten durfte ich nicht sagen, wenn es überhaupt zu einer weitergreifenden Untersuchung kommen sollte. Deshalb trug ich in Berlin im Reichskriminalpolizeiamt vor dem Chef, dem SS-Gruppenführer Nebe, der nachher im Zusammenhang mit dem 20. Juni gehängt wurde, nur die ganz nüchternen Tatsachen mit, dass also das Konzentrationslager Auschwitz auch einen großen Korruptionskomplex aufwiese, wie andere Konzentrationslager, die wir in Untersuchung hatten, auch, dass also ich auf Anhieb bei der Spindrevision schon 20 mehr oder weniger schwere Fälle festgestellt hatte. Und mittlerweile hatten sich ja die Untersuchungen in den Konzentrationslagern schon eingespielt. Es wurde eine Sonderkommission des Reichskriminalpolizeiamtes gebildet. Ich unterwies den Kommissar in seine Aufgaben und in die Lagerverhältnisse. Und dann reisten diese Kriminalisten ab nach Auschwitz. Die ermittelten dort, die Ermittlungen waren sehr fruchtbar. Und ich bekam die Berichte, die wichtigsten für mich, die interessantesten Fälle, soweit also Straftaten von Offizieren des Lagers da anklangen. Die bearbeitete ich selbst. Ich ließ mir die betreffenden Häftlinge der SS überstellen, vernahm sie persönlich. Und da stieß ich dann sehr bald schon auf die furchtbaren Zustände, die sich in der politischen Abteilung des Lagers Auschwitz unter der Ägide des Kriminalobersekretärs der Geheimen Staatspolizei und der Sturmführer Grabner herausgebildet hatten. Das, was mich zunächst am furchtbarsten traf, das war die sogenannte Stalinschaukel. Sie haben sie hier in dem Prozess, wie ich Zeitungsmeldungen entnehme, als Bognerschaukel geschildert bekommen. Und damals im SS-Jargon hieß sie die Stalinschaukel. Ich brauche sie Ihnen nicht weiter zu schildern, Sie wissen das. Und dieses Verfahren der staatspolizeilichen Kriminaluntersuchung, was ja nun selbst die Schreckenstaturen mittelalterlicher Folterkammern in den Schatten stellte, das war ja auch nicht durch den Erlass über verschärfte Vernehmungen von Häftlingen in staatspolitisch wichtigen Angelegenheiten gedeckt. Ich ermittelte weiter, dass Grabner und seine Leute
auch Exekutionen auf eigene Faust durchführten. Das heißt, zu denen sie nicht befohlen worden waren, zu denen sie ihrer vorgesetzten Dienststelle überhaupt keine Meldung gegeben hatte. Und diese Tötungen, die betrachte ich zuerst als Mord. Und diese verschärften Vernehmungen auf dieser Stalin-Bogner-Schaukel als Amtsverbrechen, Aussage, Erpressung schwerer Körperverletzung im Amt. Ich habe dann Grabner sofort festnehmen lassen. Darauf wurde ich zum Chef der Geheimen Staatspolizei, dem SS-Gruppenführer Müller, zum Rapport ins Reichssicherheitshauptamt bestellt. Schon beim Eintritt brüllte mich Müller an, was ich da für einen Unfug gemacht hätte. Ich hätte wohl kein Verständnis für staatspolizeiliche Aufgaben. Und so in diesem Tonart. Versuchte sehr ruhig zu bleiben und sagte ihm etwa sinngemäß, Gruppenführer, ich bin kein Gestapo-Beamter, sondern ein SS-Richter und auf das Gesetz vereidigt. Schließlich leben wir ja noch in einem Rechtsstaat und es gibt Grenzen, an die sich auch die Gestapo zu halten hat. Müller, der wurde weiß wie Kalk. Er sprang auf. Er brüllte mich an, was ich mir erlaubte, für eine Sprache mit ihm zu führen. Er, ein General der Waffen-SS, und ich, dass ich sei, ein einfacher Obersturmführer, ein Würstchen. Das werde ich mir beweisen. Soll mich rausschälen. Und damit warf er mich buchstäblich aus zur Tür hinaus. Ich stand nun in diesen großen, leeren, endlosen Gängen des Gebäudes, früher im Kaiser Friedrich Museum, glaube ich, und war überzeugt, dass der Mann in seinem Hass, in seiner Wut sofort unten die Wache anrief. Denn jeder, der da rein wollte, der musste da einen Besucherschein ausfüllen, wurde namentlich festgehalten und diesen beim Herausgehen wieder abgeben. Ich war überzeugt, wenn ich also jetzt rausgehe, dass ich verhaftet würde und in einem der Keller da verschwende. Ich überlegte mir mal eine Situation und sagte, du musst, koste was es wolle, den Gruppenführer Müller umstimmen. Und so bitter es ist und so schwer es dir fällt, du musst nochmal in die Höhle des Löwen rein. Jedenfalls der Versuch muss gemacht werden. Und nachdem ich mir das überlegt hatte, zwischen waren 5 oder 10 Minuten vergangen, da ging ich nochmal ins Vorzimmer rein und sagte, ich hätte dem Gruppenführer noch eine wichtige Meldung zu machen, bitte vorgelassen zu werden. Zu meiner Überraschung ging die Tür auf und Müller, der war in der Zwischenzeit auch wieder ruhig geworden. Ich entschuldigte mich, sagte, für mein militärisch unziemliches Auftreten und sagte ihm, Gruppenführer, eigentlich bin ich hierher gekommen, um ihren Rat und ihre Weisung für die weiteren Untersuchungen
zu erbitten. Und plötzlich war der Müller wie umgewandelt. Sagt auf einmal, bitte, sehr, stehe Ihnen zur Verfügung. Kamerad Morgen, sprach er mich an, nehmen Sie Platz. Ich sagte ihm, Gruppenführer, es ist doch richtig, dass in jeder Personalakte eines Konzentrationslagerkommandanten und eines Leiters einer politischen Abteilung in einem Konzentrationslager ein Revers von dem Betreffenden unterzeichnet steht, der lautet, dass über das Leben eines Staatsfeindes der Führer entscheidet. Ja, sagt er, das stimmt. Sagt er, ich nehme es auch richtig an, dass diese Machtbefugnis auf Sie als den Chef der geheimen Staatspolizei und sonst niemand anderen delegiert worden ist. Sagt er, jawohl, das ist richtig. Da sagte ich, wie würden Sie denn dann beurteilen, wenn ein Ihnen weit untergebener, ohne Ihnen eine Meldung zu machen, auf eigene Entschließung, nach eigenem Gutdünken, Häftlinge töten würde? Das ist unmöglich, das gibt's doch nicht. Da sagte ich Ihnen, sehen Sie, Gruppenführer, so missachtet man ihre Autorität in den Konzentrationslagern, das hat der Untersturmführer Grabner getan und deshalb habe ich ihn verhaftet. Ach, das ist aber anders, so habe ich die Sache nicht gesehen. Und dann kam der auf einmal in seine Erinnerung hat und sagte, wissen Sie, nachdem Sie mir das erzählen, da fällt mir da einiges ein, was mir seinerzeit schon zu denken gegeben hat. Zum Beispiel ist da mal irgendjemand bedeutendes, ich weiß nicht, ob es ein Pfarrer oder sonst wem gewesen ist, da verhaftet worden und die Angehörigen, die wandten sich an mich. Ich habe mir den Fall angesehen und habe den betreffenden Bittstellern zugesagt, dass der Häftling entlassen wird. Ich habe mit Fernschreiben die Entlassung angeordnet und habe selbstverständlich angenommen, dass der Häftling entlassen worden sei. Aber nach einigen Wochen wandten sich diese Leute wieder an mich und sagten, dass der Betreffende noch nicht zu Hause sei. Ich telefonierte sofort das Lager an, so sagte Gruppenführer Müller, und fragte, warum ist der Häftling entgegen meiner Anweisung noch nicht entlassen worden? Darauf hieß es, der Häftling ist an einer ansteckenden Krankheit erkrankt, befindet sich im Krankenbau, laut ärztlichen Befehl muss er seuchenfrei sein, eher kann er nicht entlassen werden. Und wieder einige Wochen später bekam ich dann die Mitteilung, dass der betreffende Häftling an den Folgen seiner Krankheit verstorben sei. Da sagte ich, das war mir komisch, diese Fälle, die sind mehrfach vorgekommen, aber wenn ich mich nun nicht mehr auf den Bericht eines Arztes verlassen kann, wem soll ich denn da glauben? Da sagte ich, kommen Sie hören, wenn Sie das, mache ich mir mit zur Aufgabe, das zu verhüten. Und darauf war so, sagt er, machen Sie so weiter. Aber suchen Sie den Leiter der Gestapo-Leitstelle, ich weiß nicht, Katowice oder Gleiwitz, jedenfalls, die da zuständig ist für dieses Konzentrationslager auf. Und lassen Sie sich in die besonderen staatspolitischen Aufgaben des Konzentrationslagers dort und der Gestapo-Leitstelle einweisen. Das habe ich nicht getan, um mich da in meinen weiteren Untersuchungen selber nicht zu binden und befangen zu machen. Der Grabner, der blieb also in Haft und wurde von mir wegen Mordes in mindestens 200 Fällen, die ich namentlich ermittelt hatte, angeklagt. Ich eröffnete dann auch ein Untersuchungsverfahren gegen den Standartenführer Höss. Und zwar konnte ich auch Höss zusammen mit den Hauptsturmführern Schwarz und Aumeier außer einem Meineid
auch noch mindestens einen versuchten Mord nachweisen. Der verheiratete Standartenführer Höss hatte ein Liebesverhältnis mit einer tschechischen Häftlingsfrau namens Hodis begonnen. Und die weibliche Häftling war schwanger geworden. Damit die Sache nicht rauskam, da hat er seine Geliebte in den Block 11 bringen lassen, den Bunker. Und zwar dort, im Keller befanden sich auch Stehbunker. Ich habe die später beseitigen lassen. Das waren Gelasse, so etwa 1 bis 1,5 Quadratmeter groß. Und unten war ein kleines Loch, in das man nur rein kriechen konnte. Und dort musste der betreffende Häftling stehen, solange es der Lagerleitung gefiel. In dem Falle Hodis, da hatte er sogar Anweisungen gegeben, dieser Frau, die schwanger war, nichts mehr zu essen zu geben. Sie sollte da verhungern. Aber selbst diese entmenschten Teile, jedenfalls entmenschten Wachen, die haben diesen Befehl nicht ausführen können, sondern es fand sich ab und zu einer, der ihr was zu essen gab. So hat sie ihr kümmerliches Leben da weiter fristen können. Und aus dieser Marter befreite ich diese Frau. Das Vertrauen. Es ist ja die Schwierigkeit der Untersuchung die gewesen, dass man bei allem guten Willen das Schweigen der Häftlinge kaum brechen konnte. Wie oft hat mir ein Häftling gesagt, ja, zu ihnen, da kann man Vertrauen haben. Aber was ist, wenn Sie nicht mehr da sind und wenn Ihre schützende Hand fehlt, dann gehe ich doch auch durch den Kamin. Und ich hatte mir für solche Fälle, hatte ich mir die Befugnis geben lassen, die Entlassung solcher wertvollen Häftlinge, die die Untersuchung unterstützten, durchzuführen. Und habe das ja auch in einer ganzen Reihe von Fällen machen können. Und dann hat dann diese Frau den lückenlos ausgesagt und wir haben Protokolle aufgenommen und mit den anderen Beweismitteln das unterschreiben lassen, das erhärtet und die Frau, die ist dann auch in die Freiheit, nachdem sie wiederhergestellt worden ist, dann auch als Wrack entlassen worden. Nun, der Standartenführer Höss wurde dann von dem Lager abgelöst. Es kam ein menschlicher Kommandant, der liebe Henschel, dorthin. Zur Untersuchung ging weiter. Der Kriminalkommissar, der ich zuerst hingesandt hatte, dem hatte man bald ein Bein gestellt. Man hatte ihn stark unter Alkohol gesetzt. Vielleicht hat er es auch selber trinken müssen,
angesichts dessen, was er da ermittelte und sah. Er hatte da irgendwie eine Laterne zerschlagen und war dann darauf gefallen, provoziert, wie ich überzeugt bin, und worauf dann also das Lager mit entrüstet, mit Entrüstung seine Ablösung forderte, die dann auch durchgeführt werden musste. Ein anderer ging hin und der vermied diese Fehler nicht mehr. Dann eines Tages, wir hatten da im Lager Auschwitz eine Sonderbaracke, wo wir unsere Akten und Asservate und Vernehmungsräume hatten, und dann brannte die ab. Offensichtlich Brandstiftung durch das Lager gedeckt. Täter konnte nie ermittelt werden. So wurde dann auf alle mögliche Weise die Untersuchung erschwert. Kamen dann natürlich auch von Seiten des Obergruppenführers Pohl dann die Beschwerden, die Untersuchungen, die störten den Betrieb der Konzentrationslager, die Häftlinge, die würden aufsässig, die Kriegsproduktion, die litt darunter. Und eines Tages wurde ich dann da von meinem Amt entbunden. Das war im Juni 1944. Nur hat man das diesmal anders gemacht als anderthalb Jahre vorher, wo ich selbst ins Konzentrationslager sollte und dann nachher gnadenweise an die Front zur Frontbewährung, Degradierung zum einfachen Mann geschickt wurde. Diesmal hat man das Chavalresque gemacht, man hat meinen Rang erhöht, ich wurde Sturmbahnführer, also Major, und wurde Chefrichter vom SS und Polizeigericht Krakau. Es war kurz vor dem Einmarsch der Russen. Wir kamen dann noch raus und dann wurde ich zum Chefrichter des Essen-Polizeigerichtes Breslau ernannt, aber zu meinem Glück war es unmöglich, diesen Zeitpunkt noch nach Breslau reinzukommen. Und so ging dann für mich der Krieg zu Ende. Ja. Zeuge, uns interessiert hier in erster Linie natürlich, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit den einzelnen Angeklagten. Ich habe bei Ihrer Vernehmung, die der Untersuchungsrichter vorgenommen hat, wiederholt gelesen, dass Sie auch den Namen Boger genannt haben. Und wollen Sie uns bitte sagen, ob und wie Sie sich an diesen Angeklagten erinnern können? Ich kann mich heute nach 20 Jahren an die einzelnen Fällen natürlich nur noch undeutlich, wenn überhaupt, erinnern. Ich glaube, jeden von Ihnen als Richter würde das so ergehen, wenn Sie 20 Jahre Akten nicht gesehen haben. Ich weiß nur, dass Boger der politischen Abteilung zugeteilt war. Er kann vielleicht zusammen mit dem Unterscharführer Klär als die rechte Hand des Untersturmführers Grabner bezeichnet werden. Und er war es vor allen Dingen, der diese in Anführungsstriche verschärften Vernehmungen da auf dieser Schaukel durchführte. Und dass diese Vernehmung in Anführungsstrichen nur eine Farce war, ergab sich auch das daraus nach meinen Feststellungen, dass bei diesen Vernehmungen noch nicht einmal ein Protokoll geführt worden ist. Ja. Wissen Sie noch Einzelheiten darüber, wie Boger diese Vernehmung durchgeführt hat und insbesondere in welchen Fällen oder was dabei passiert ist? Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Nein.
Ich hatte ja hunderte von Verfahren, und zwar ja. nicht nur im Konzentrationslager Auschwitz, sondern auch noch aus vielen anderen Konzentrationslagern ja. zu bearbeiten. Nun, wenn Sie sagen, nach Ihrer Erinnerung ist Boger einer derjenigen gewesen, der gerade diese verschärften Vernehmungen hauptsächlich durchgeführt hat. Haben Sie noch irgendwelche Anhaltspunkte für diese Meinung? Was ist denn da los? Nein. Sie haben keine Erinnerung mehr daran. Sie sagten, Boger war aber die rechte Hand von Grabner. Dann haben Sie bei Ihrer Vernehmung einmal ausgesagt, dass Ihrer Erinnerung nach diese Leute von der politischen Polizei beschuldigte zur Beseitigung, dass diese Leute zur Beseitigung ihnen lästig gewordener Häftlinge, Mithelfer und Zeugen diese hätten töten lassen oder sie aus sonstigen Gründen ihre Dienstgewalt missbraucht hätten. Ja. Was wissen Sie da noch darüber? Da nur das Endergebnis, nicht mehr die Einzelheiten. Sie wissen auch nicht, wer dabei beteiligt gewesen ist? Nein, das weiß ich nicht mehr. Und Sie haben dann weiterhin gesagt, oder habe ich Sie da falsch verstanden, Boger und Claire, oder habe ich Sie da falsch verstanden? Ich kann das verwechseln mit dem Krankenbau. Mit was? Mit dem Krankenbau. Mit dem Krankenbau. Ja, Claire war nämlich Sanitätsdienstgarde. Ja. Und was haben Sie denn da festgestellt? Man hat dort, wie es da in diesem Fachjargon hieß, auch... Bisschen lauter, ich verstehe. Man hat dort im Krankenbau auch im großen Umfang Häftlinge gemordet und, wie es im dortischen Jargon hieß, abgespritzt. Ja, das hat man dort getan. Und was wissen Sie insofern von dem Angeklagten Claire? Sie sagten, er wäre eine rechte Hand des Grabner gewesen, zusammen mit Boger. Wieso? Was wissen Sie darüber in dieser Beziehung? Es ist ja so, bei offizieller, also befehlsmäßig angeordnete Exekutionen, die brauchten ja nicht das Licht des Tages zu scheuen. Das heißt also, in dieser Konzentrationslager Öffentlichkeit mag es also auch nun abgeschlossen sein, die Öffentlichkeit eines Hofes, wie zum Beispiel die mit der schwarzen Wand. Und alles, was da auch nun lagerintern heimlich unter Tarnung geschah, das Abspritzen, das zeigte, dass man hier nichts Erlaubtes oder Befohlenes tat, sondern man brachte die Menschen in heimlicher Weise um und erstattete falsche dienstliche Meldungen, indem man eine erfundene Todesursache, gestorben an Kreislaufschwäche oder Magendurchbruch oder sonst etwas, mit einer gefälschten Krankenakte, minutiös gefälscht anfertigte. Für wen anfertigte? Doch gegenüber den oberen SS-Dienststellen, um denen Sand in die Augen zu streuen. Sie wussten ganz genau, dass sie etwas Verbotenes taten, nicht wahr? Und deshalb trafen sie diese Vorkehrung der besonderen Unauffälligkeit. Ja, waren denn diese ganzen Injektionen mit Phenol, von denen wir gehört haben, dass sie sich also in Tausenden von Fällen wiederholten,
waren die sämtlich ungesetzlich. Das geht vielleicht zu weit, denn die Lager, die sind ja auch in diese Euthanasieaktion mit einbezogen worden. Dass Häftlinge, die nicht mehr zu retten gewesen sind, die unheilbar erkrankt waren, dass denen, wie es hieß, der Gnadentod gewährt werden konnte. Es ist möglich, dass ein großer Teil der dort im Gangbau getöteten Häftlinge, dass die unter diese Rubrik fällt. Nun konnte ich natürlich bei der Undurchsichtigkeit des Milieus und der Vielheit der Fälle, auch im Hinblick darauf, dass das Interessante für mich ja die einwandfreien ungesetzlichen Fälle sein mussten, um sie verfolgen zu können, das konnte ich mich natürlich nicht mit allen Fällen befassen. Ja, nun, was wissen Sie denn von Befehlen, die darauf hinausgingen, dass Leute, die unheilbar erkrankt waren, hier getötet werden konnten? Wissen Sie etwas davon? Sind da über diese sogenannten Euthanasieanordnungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel in dem Limburger Verfahren kennenlernen, sind über diese Anordnungen auch für die KZs besondere Anordnungen ergangen? Es ist da immer von einer besonderen Anordnung F... 14F, F13. Nochmal? 14F, F13 die Rede gewesen. Ja. Was war das für eine Anordnung? Die 14F13, das ist nach dem Aktenplan der, der Konzentrationslager die Rubrizierung für Todesfälle gewesen. Nochmal, die Rubrizierung für Todesfälle? Für Todesfälle allgemein. Und Bezeichnung, diese Aktenbezeichnung, die wurde dann da später auch als Deckname für diese Euthanasieaktion übernommen. Und war diese Aktion befohlen für die Konzentrationslager und eventuell durch wen und wann und wie? Wissen Sie etwas Näheres darüber? Dieser Befehl ging von dem Reichsarzt des SS, dem Professor Dr. von Grawitz aus. Ja. Aber im Einzelnen sind Sie anscheinend nicht über diese Befehle unterrichtet. Nein. Nun sind Sie ja hier an für sich nicht als Sachverständiger, sondern als Zeuge geladen. Also wenn ich etwas fragen sollte, was nicht in Ihrem Bewusstsein als Zeuge ist, dann bitte ich mir das zu sagen. Ich möchte Sie hier als Zeuge nicht überfragen. Andererseits habe ich natürlich hier verschiedene Unklarheiten, die ich gern bei dieser Gelegenheit geklärt hätte. Sie haben zum Beispiel vorhin gesprochen von den verschärften Vernehmungen. Und da hätte ich gern von Ihnen gewusst, was war durch verschärfte Vernehmungen überhaupt erlaubt? Zweitens, wann war es erlaubt? Und drittens, von wem muss das erlaubt werden? Über verschärfte Vernehmungen gab es einen besonderen Erlass. Die verschärfte Vernehmung war begrenzt auf Fälle von Landeshochverrat und Fällen von großer politischer Bedeutung. Und von großer politischer Bedeutung? Ja. Ja. Sie musste unter Darlegung des Sachverhaltes beantragt werden und wurde dann vom Reichssicherheitshauptamt genehmigt. Es gab Ausführungsvorschriften darüber, gestattet waren nur Schläge auf das Gesäß im Beisein eines Arztes. Aber verwechseln Sie das jetzt nicht mit den Strafen? Nein.
Die waren ja auch hier im Beisandesarzt. Ja, also Sie sagen, das war die verschärfte Vernehmung. Ja. Schläge auf das Gesäß im Beisein des Arztes. Ja. Ja. Ich hatte aber aus dem Eindruck, aus dem und der Redung, die ich schilderte mit dem Gruppenführer Müller, den Eindruck, dass die Praxis über diesen Befehl hinausgegangen war, beziehungsweise dass da noch andere Befehle vorlagen. Vielleicht darf ich, dürfte ich den Hinweis von Müller, mich nach zur Gestapo-Leitstelle Katowice zu begeben und mich dort unterrichten zu lassen über die besonderen staatspolizeilichen Aufgaben dieser Leitstelle und ihrer Außenstelle im Konzentrationslager. Vielleicht wollte er das damit andeuten. Er versuchte mir als Jurist mein Verständnis dafür zu wecken, indem er sagte, folgender Fall, da gibt es für mich keine Grenzen der verschärften Vernehmung, sondern dann ist alles recht. Nun haben wir also zum Beispiel gehört von dieser Schaukel, die verschiedene Namen bekommen hat. War die innerhalb des Rahmens der verschärften Vernehmung offiziell oder inoffiziell zugelassen? Meines Wissens war sie nicht zugelassen. Ich habe niemanden getroffen, der das gut gewiesen hätte. Auch Müller hat sich nicht ausdrücklich dazu bekannt, nachdem ich Grabner verhaften haben lassen. Sie haben Grabner verhaften lassen wegen eines Mordfalls oder mehrerer Mordfälle? Ja. Auch wegen dieser Benutzung dieser Schaukel? Jawohl. Auch deshalb? Ja. Nun ist uns hier ein Fall geschildert worden, wo ein Häftling vermutlich von dem Angeklagten Boger auf dieser Schaukel aufs Schwerste misshandelt worden ist und insbesondere auch an seinen Geschlechtsteilen. Haben Sie über derartige Misshandlungen des Angeklagten Boger etwas gehört, etwas Näheres? Ja, die Tatsache als solches, ich bin auch einzelnen Fällen nachgegangen, aber ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern. Sie können sich an einzelne Fälle nicht mehr erinnern. Sie haben aber vorhin Ihren Eindruck zusammengefasst in die Worte, Boger war die rechte Hand Grabners und er hat sich hauptsächlich an diesen Quälungen der Häftlinge beteiligt. Ja. Das war die Zusammenfassung aus dem Untersuchungsergebnis, was Ihnen... Ich kann mich noch erinnern, ich bin Einzelfällen nachgegangen, gerade mit Hinblick auf diese Vorwürfe, die mir Müller gemacht hat, ob das nun wirklich solche Fälle des äußersten Notstandes gewesen sind. Aber es waren zum Teil ganz belanglose Lappalien, wegen dem, da diese Menschen gefoltert und gequält worden sind. Wurden sie Grübel gemacht zur Zeit ihres Lebens, beziehungsweise gingen dabei ein. Aber wie gesagt, an einzelne Fälle können Sie sich nicht mehr erinnern. Nun, weiterhin. Sie haben dann den Namen Claire genannt. Aber Sie sagen, Einzelheiten können Sie auch bezüglich des Claire uns heute nicht mehr sagen. Nein. Nein. Nun, was wissen Sie über die Erschießung an der Schwarzen Wand? Sie haben die Stelle besichtigt. Sie wussten auch, dass dort Erschießungen vorgenommen wurden. Wissen Sie, ob auch Leute dort erschossen worden sind, gegen die vielleicht ein Todesurteil vorgelegen hat oder die auf Befehl von Berlin hin erschossen worden sind? Oder sind da nur Leute erschossen worden, die aus reiner Willkür von den derzeitigen Machthabern im KZ Auschwitz hingerichtet werden sollen? Nein, das waren oder sollten es wenigstens sein, die offiziellen Exekutionen. Es sollten die offiziellen Exekutionen sein. Und so war zum Beispiel Auschwitz die Vollstreckungsanstalt für sämtliche Todesurteile, die im
damaligen Generalgouvernement, das heißt in Polen, von Standgerichten gefällt worden waren. Die Vollstreckung dieser Standgerichtsurteile nahm eine sehr lange Zeit in Anspruch. Denn es war ein langwieriges Prüfungsverfahren war vorgeschaltet worden und der Generalgouverneur Frank als Gnadeninstanz musste letztlich über die Vollstreckung entscheiden. Und während dann nun also diese Gefängnisse im Generalgouvernement überfüllt waren und man auch diese Leute da aus politischen Gründen da raus haben wollte, wurden die nach Auschwitz überstellt. Sie konnten da nun eins oder zwei Jahre als Häftling leben und waren da nur in der Kartei oder bei den Akten der politischen Abteilung als Todesaspiranten geführt. Sie hatten vielleicht längst die Vorgeschichte vergessen und eines Tages kam dann der Vollstreckungsbefehl und dann wurden die erschossen. Es ist also durchaus möglich, dass Erschießungen vorgenommen wurden, die nach außen, für die nach außen, also die Häftlinge, die das nicht wussten, gar kein Grund vorlag. Ja, nun, bei dieser Erschießung an der Schwarzen Wand, wer war da nach Ihrer Erinnerung persönlich beteiligt? Das vermache ich heute auch nicht mehr zu sagen. Sie haben einmal den Namen Palitsch genannt. Ach ja, Palitsch. Ja, da können Sie sich noch positiv daran erinnern. Ja, dass der Erschießungen durchgeführt hat. Bei den Untersuchungen, die Sie damals durchgeführt ja. haben, dass Palitsch einer der gewesen ist, der selber Erschießungen vorgenommen hat. Jawohl. Wissen Sie auch etwas über Boger in diesem Zusammenhang? Kann ich mich nicht erinnern. Also Sie haben damals ausgesagt, ich meine, ich hätte Palitsch damals selbst in Untersuchungshaft genommen. Ich glaube, dass auch Boger bei diesen Aktionen beteiligt war. Die Tötungen erfolgten mit einem Kleinkalibergewehr und so weiter. Ich habe persönlich keine derartigen Erschießungen mit angesehen. Ich weiß aber mit Sicherheit aus meinen Ermittlungen, dass solche stattgefunden haben. Ja. Also, Sie haben gesagt, ich glaube, dass auch Boger bei diesen Aktionen beteiligt war, aber mehr... Ich habe kein zuverlässiges Erinnerungsvermögen mehr. Kein zuverlässiges Erinnerungsvermögen mehr. Ja. Hatten Sie denn gegen Boger auch ein Verfahren eingeleitet? Ich glaube, ja. Sie glauben, ja. Ja. Hatten Sie noch was? Bitte schön. Sie sagten eben, dass bei diesen Todesurteilen durch Standgerichtsurteile eine Zeit verstrich, bis der Generalgouverneur Frank als Gnadenstand entschieden hatte. Ist Ihnen nun der Name Dr. Mildner bekannt und ein Begriff? Jawohl. Wer war dieser Mann? Er war der Leiter der Gestapo-Leitstelle Katowice. Katowice. Oder Kleiwitz, ich weiß nicht mehr genau. Dieser Dr. Mildner, der soll in Auschwitz Standgerichtsverfahren durchgeführt haben, selbst in Auschwitz. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? Heute nicht mehr. Können Sie sich nicht mehr Nein. daran erinnern? Möglich wäre es durchaus. Und wenn er Standgerichtsurteile gefällt hätte, dann hätte nach Ihrer heutigen Aussage ja zunächst an den Dr. Frank das gehen müssen. Ist das richtig? Ja, es kommt auf die Häftlinge an. Es war ja ein Teil der ehemals polnischen Gebiete, waren glaube ich schon unter Verwaltung des Reichsgebietes gestellt worden. Ja. Und Frank hatte ja keine Befugnisse, die über sein Generalgouvernement hinausgingen. Ja. Also für diese Fälle, die, wenn es sich um Häftlinge gehandelt haben sollte, die nicht zum Generalgouvernement gehörte, mögen sie auch polnischer Nationalität gewesen sein, dann traf also die Gnadenfunktion von Frank nicht mehr zu. Ja, wer war denn dann zuständig? Also Gnadeninstanz oder Bestätigungsinstanz oder wie sich das nennen mag? Gruppenführer Müller. Bitte? Der Chef der Geheimstaatspolizei. Gruppenführer Müller. Gruppenführer Müller hätte das Urteil dann bestätigen ja. müssen.
Und haben Sie irgendeine Vorstellung, wie lange das gedauert hätte oder wie lange es gedauert hat, wenn es der Fall war? Ja, ich nehme an, das wäre sehr kurz gewesen. Ja, also Herr Dr. Morgan, ich muss noch einmal darauf zurückkommen. Sie haben uns einmal gesagt, dass nach diesem Erlass über verschärfte Vernehmungen a. besondere Anlässe vorliegen mussten und b. eine Genehmigung von Berlin. Sie glaubten aber, dass man in der Praxis über diese Befehle hinausgegangen ist. Es ist uns das hier wiederholt nunmehr aufgekommen, dass bestimmte Anordnungen, Anweisungen, Befehle, Einrichtungen, Institutionen und so weiter offiziell vorlagen und dass inoffiziell nach ganz anderen Richtungen verfahren wurde. Zum Beispiel die Wirtschaft, das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt brauchte Leute zum Besetzen der Arbeitsstellen der dort eingerichteten Industrien und so weiter. Selbstverständlich kann nur ein Mensch arbeiten, der gesund und kräftig ist. Und diese Leute, die sie arbeiten lassen wollten, sei es nun im Buna-Lager oder in sonstigen Werkstätten, die hatten natürlich ein Interesse daran, Arbeiter und keine abgewrackten Menschen zu bekommen. Andererseits hat man die Leute so behandelt und so schlecht behandelt, dass sie gar nicht in der Lage waren, positive Arbeit zu leisten. Also zwei Dinge, die nebeneinander her liefen und von denen eine das andere sich ausschloss. Ebenso hat man Häftlingskrankenbauten gehabt, mit Ärzten und wenn auch wenig, aber immerhin mit Medikamenten, ja sogar mit einer Diätküche. Man hat sogar Leute wochenlang vom Fleckfieber wieder gesund gepflegt und dann hat man sie ohne Angabe von Gründen eines Tages umgebracht, sei es, dass man sie vergast hat oder sie mit Injektionen getötet hat. Also alles Dinge, die nebeneinander herliefen mit einer positiven, einer negativen Seite. Ist das Ihrer Ermittlung nach auch so dort gewesen, dem Auschwitz-Lager? Ja, diese grotesken Widersprüche, ich habe hier schon einige geschildert, dass man auf der einen Seite Juden millionenweise umbrachte und dass dieses Kommando da sich stutzte mit jungen Jüdinnen und sehr vertrauten Umfang hatte. Und diese Widersprüchlichkeiten, die einfach nicht zu fassen sind, dieses Durcheinanderregieren, dieses Ändern der Gesichtspunkte, das ist eigentlich gang und gäbe gewesen und deshalb dieser vielschichtige, schillernde Komplex der Konzentrationslager. Ja, Herr Dr. Morgan. Es buchstäblich alles ist möglich gewesen. Ich muss Sie deshalb fragen, weil wir hier Sachverständige gehört haben. Und diese Sachverständigen haben ihre Sachkunde natürlich in erster Linie aufgrund von schriftlichen Befehlen, Erlassen, Verordnungen, Berichten und so weiter, also aufgrund von Dokumenten hergeleitet, die ihnen in die Hand gekommen sind. Und nun will ich von Ihnen wissen, ob Sie aufgrund Ihrer Ermittlungen und Erfahrungen feststellen konnten, dass diese schriftlichen Unterlagen zwar offiziell bestanden haben, dass aber inoffiziell auch von oben herunter geduldet wurde, gerade das Gegenteil. Wie zum Beispiel bei diesen verschärften Vernehmungen. Was meinen Sie dazu? Ja, es ist so. Es ist natürlich, dass sich die politischen und die wirtschaftlichen Interessen kreuzten. Auf der einen Seite, da brauchte man Häftlinge,
für die Kriegsproduktion. Und die Konzentrationslager hatten ja doch eine wichtige Aufgabe. So wurden zum Beispiel die V-Waffen, die wurden da zum großen Teil hergestellt. Oder auch von Häftlingen sind die Abschussrampen an der Kanalküste gebaut worden. Die Situation änderte sich aber auch von einem Monat zum anderen konnte sie sich ändern. Während in diesem Monat geschrien wurde nach Arbeitskräften, da waren im nächsten Monat, vielleicht zum Beispiel nach dieser Ungarn-Aktion, da waren dann Hunderttausende zu viel da. Die Leute, die konnte man gar nicht unterbringen. Da waren gar nicht Baracken und Betten dafür da und auch nicht die Verpflegung und die Kleidung und so weiter. Das ist nicht böser Wille gewesen, sondern die Kommandanten waren einfach überfordert. Die mussten sich ja mit den Kriegswirtschaftsämtern um jedes Kilo Nägel raufen. Und die Verpflegung, die wurde ihnen ja von den Ernährungsämtern zugewiesen. Und die Konzentrationslager, die kamen in der Dringlichkeitsstufe auch auf dem zivilen Sektor ja an allerletzter Stelle. Und so ist es dann auch zu eben Katastrophensituationen gekommen und zu diesen Auswirkungen am Ende des Krieges. Aber das war nicht das Normale in den Konzentrationslagern. Ja, also was die Verpflegung anbelangt, da hätte ich auch noch eine Frage. Sie sagen eben, die Verpflegungssätze wurden von oben herunter, also ich vermute von Berlin aus, festgesetzt und zugeteilt. Ja. Das stimmt. Ja, über die Ernährungsämter. Über die Ernährungsämter. Und nun haben wir gehört, dass also von diesen Verpflegungssätzen etwa nur 70% überhaupt bis nach Auschwitz gekommen wären. Der Rest, der wäre schon vorher, was weiß ich, untergegangen. Sei es durch schlechte Lieferungen, namentlich durch verhungertes Vieh und lauter solche Geschichten, die dann den Leuten angelastet worden sind, sodass die also nur 70% überhaupt empfangen hätten. Und von diesen 70% seien dann im Lager noch einmal so und so viel Prozent gestohlen worden, sei es, dass sie direkt bei den Magazinen abgeholt worden seien, durch irgendwelche Leute, die da mächtig gewesen wären, das zu tun, sei es, dass sie nachher noch auf dem Block mit Wissen des Blockältesten, des Blockführers von dem Blockältesten erneut beschnitten worden sei. Was wissen Sie darüber oder wissen Sie nichts darüber? Ja doch, es ist ja überhaupt in der ganzen Kriegsernährung, da sind überall Schiebereien vorgekommen. Und es ist klar, dass in einem Zustand der Rechtlosigkeit, in der der Häftling leben musste, indem er insbesondere an der untersten Stelle der Willkür der Kapos ausgeliefert war, dass er da an seiner Ernährung auch zu kurz kam. Der Blockälteste, häufig ein Berufsverbrecher, der nahm sich natürlich die besten Bissen und das meiste Brot und meiste Fett. Und dann kamen dann nachher die Leute, mit denen er es besonders gut konnte, seine Freunde. Ja, und was dann von dem Letzten übrig, für die Letzten übrig blieb, das war natürlich auch wieder, das war dann zu wenig. Aber die Ernährungssituation ist verschieden. Wer auf ein Kommando kam, der bekam die Schwerarbeiterzulage oder Langarbeiterzulage. Denn die Firmen, die hatten ja ein eigenes Interesse daran, die Häftlinge arbeitsfähig zu erhalten, die organisierten dann auch noch und gaben da dazu, sodass jene Häftlinge da auf ein ganz erträgliches Maß zum Teil gekommen sind. Mhm. Nun, noch etwas anders. Sie haben uns vorhin gesagt, jeder Lagerkommandant und auch die Leute bei der politischen Polizei hätten einen kleinen Zettel in ihren Akten liegen gehabt,
auf dem draufgestanden hätte, über das Leben eines Staatsfeindes entscheidet nur der Führer. Sie haben uns geschildert, Ihre Unterredung mit dem Obergruppenführer Müller, dem Sie vorgehalten hätten, dass Leute ohne sein Wissen und ohne sein Willen und ohne seine Genehmigung zu Tod gebracht worden seien. Daraufhin habe der Obergruppenführer Müller erklärt, dass das unter gar keinen Umständen zulässig sei und angehe. Stimmt das? Jawohl. Wenn also, will ich mal sagen, hier in diesem Prozess festgestellt werden sollte, dass der eine oder andere Angeklagte einen Häftling ohne diese ausdrückliche Anweisung von dem Obergruppenführer Müller getötet hätte, wäre das noch unter diese Genehmigung gefallen oder nicht? Unter welcher Genehmigung? Bitte? Unter welcher Genehmigung? Ja, unter diese Genehmigung, dass der Obergruppenführer Müller bevollmächtigt sei, hier über Leben und Tod der Häftlinge zu entscheiden. Es handelt sich dabei um eine reine Rechtsfrage, die das Gericht dann beurteilen wird beurteilen müssen, aber nicht der Zeuge. Ich widerspreche Sie sofort. Also, jedenfalls, Sie bleiben dabei, dass der Obergruppenführer Müller erklärt hat, was er nicht genehmigt, ist nicht zulässig auf diesem Gebiet. Jawohl. Ja? Schön. Dann hätte ich noch wegen Ihrer Person zwei oder drei Fragen. Ist es richtig, dass Sie zunächst einmal als Richter in Stettin durch Disziplinarbescheid entlassen worden sind aus dem Justizdienst? Jawohl. Ist es richtig, dass Sie eingezogen worden sind zum 12. SS-Regiment in Polen, in Posen? Ich darf hinzufügen, damit keine Missdeutung meiner Person aufkommt. Ich hatte in öffentlicher Sitzung der Strafkammer des Landgerichts Stettin die Mitwirkung an einer Urteilsfindung verweigert und habe dies zu Protokoll gegeben, weil mir das Recht vom Vorsitzenden, weil Gefahr bestand, dass das Recht gebeugt wurde. Weil Gefahr bestand, dass das Recht durch den Vorsitzenden gebeugt wurde, ja. Deshalb haben Sie Ihre Mitwirkung versagt, ja. Und sind deshalb aus dem Justizdienst entlassen worden. Jawohl. Ist es richtig, dass Sie dann zur Waffen-SS eingezogen worden sind nach Posen? Bei Kriegsbeginn. Bei Kriegsbeginn. Nicht nach Posen, nach Breslau. Nach Breslau. Und ist es richtig, dass Sie dann zunächst als Schreiber beim Regimentsstab Verwendung fanden? Jawohl. Ist es richtig, dass Sie dann schließlich im Oktober 40 Hilfsrichter beim SS-Hauptamt SS-Gericht versetzt worden sind? Ja. Und dass dann schließlich im Jahr 41, wie Sie uns schon geschildert haben, Ihre Versetzung nach Krakau erfolgt ist, an das Essen-Polizeigericht. Ich habe keine Fragen mehr. Hat das Gericht noch Fragen? Ja, bitteschön. Zunächst der Örtlichkeit, ich dachte, wohin also auf der Rampe gewesen sei, in Birkenau. Ja. Das sei Kilometer weit nach noch gewesen bis zu den Krematorien und zu Kanada. Wir haben da drüben den Plan. Das wurde uns bisher immer als etwas näher geschildert. Die Zeit, von der ich spreche, das ist der Herbst 1943. Und da war diese Rampe noch ein Nebengleis des Bahnhofes. Und später hat man dann, das habe ich auch gesehen, Gleise direkt in das Vernichtungslager gelegt. Nein. Die sind angeklagt worden, verurteilt. Die kamen weg, wurden angeklagt. Ja. Dann zu Grafner. Sie haben damals nur Grafner verhaftet. Die anderen Ich sagte, ich kann mich an Namen noch erinnern, aber ich kann mich nicht in die Einzelheiten des Verfahrens. Aber Grafner als der Ex. Es muss möglich, dass ich mehrere verhaftet haben. Ich glaube sogar. Jetzt überlegen Sie mal zurück, Sie nannten vorhin im Zusammenhang mit Grafner Claire. Ist es möglich, versuchen Sie mal zu erinnern, ob Claire
Ich habe nämlich so etwas mal in einer Aussage angeschaut, dass Claire für Krakner eine Ausweichmöglichkeit war, wenn die schwarze Wand überlastet war, dass dann einfach Leute in den Krankenbau überstellt wurden, die gar nicht krank waren, sondern die der Krakner weghaben wollte und dass sie dann ein- und ausweichen so ungefähr mit den Muselmännern, mit den ganz Schwachen dort abgetrennt wurden. So ist es. Das war also die Hilfestellung, die Claire Krakner leistete. Nach meiner Erinnerung. Nach Ihrer Erinnerung ist das ja. So. Ja, danke, Frau Scherr. Vernehmung. Ich darf Ihnen vorhalten, eine geheime Reichssache von dem Chef der Sicherheitspolizei des SP vom 12. Juli 1942. Dort hat er unterschrieben von der Vertretung Müller. Dort hat er zunächst sich vorbehalten, in allen übrigen Fällen, außer dringend, die ich Ihnen gleich vorhalten werde, in allen übrigen Fällen bedarf es grundsätzlich meiner vorherigen Genehmigung und hat als Ausnahmefälle im Gegensatz zu einem früheren Erlass aus der Friedenszeit, nämlich aus dem Jahr 1937, Folgendes festgelegt. Verschärfte Vernehmung darf nur angewendet werden, wenn aufgrund des Vorermittlungsergebnisses festgestellt ist, dass der Häftling über wichtige staats- und reichsfeindliche Sachverhalte, Verbindungen oder Planungen Auskunft geben kann, seine Kenntnis aber nicht preisgeben will und im Ermittlungswege nicht feststellbar sind. Und zweitens, die verschärfte Vernehmung darf unter diesen Voraussetzungen nur angewendet werden gegen Kommunisten, Marxisten, Übelforscher, Saboteure, Terroristen, Angehörige der Widerstandsbewegung, Fallschirmagenten, Asoziale, polnische und sowjetrussische Arbeitsverweigerer oder Bummelanten. Das war die Ausnahme. In allen übrigen Fällen bedarf es grundsätzlich meiner vorherigen Genehmigung. Ist Ihnen dieser Erlass jetzt in Erinnerung, wenn ich Ihnen das vorhalte? Denn Sie haben ja in diesem Zusammenhang vorhin gesagt, die verschärften Vernehmungen kamen da gar nicht in Frage, denn es war gar kein Heilfall. Sie haben außerdem das Beispiel genannt, dass etwa man gehört hatte, dass ein Vertrauensmann in 4 Stunden von einem Truppentransport in Luft gesprengt wird, man weiß aber nicht wo, man weiß nicht genau auf welcher Bahnstrecke, jetzt muss schnell ermittelt werden. Ist in dem Zusammenhang das jetzt geläufig? Ja, das sagte mir der Gruppenführer Müller, nicht? Das ist der Gruppenführer Müller. Ja. Da heißt es nämlich weiter am Ende, die Verschärfung kann je nach Sachlage oder anderen Befehlen einfach zur Verlegung was sonst rot hat, Lager, Dunkelstelle, Schlafentzug, Ermüdungsübungen, aber auch in der Verabreichung von Stockhieben, bei mehr als 20 Stockhieben muss ein Arzt zugezogen werden. Damit ist an sich der Rahmen ja eng umrissen. Ja. Und in Auschwitz haben sie Dinge festgestellt, die sowohl in Bezug auf das Nicht-Müller-Fragen ja. als auch in Bezug auf die Härte der Verschärfvernehmung völlig außerhalb des Rahmens dieses Befehls lag. So ist das. Das können Sie dann alle Jawohl. Für die Polizei teilen. Ja. Dankeschön. Herr Staatsmann. Herr Dr. Morgen, wie war der Name des Sanitätsdienstgrades, der Sie auf die Spur Auschwitz gebracht hat mit dem Paket, in dem das geschmolzene Gold drin war? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich möchte Ihnen ein paar Namen vorhalten, vielleicht fällt Ihnen der Name dann wieder ein. Koch, Theuer, Wieczorek, Richter, Hantel, Nierzwicki, Claire, Schärpe, Neubert. Also den Namen sagen mir nichts. Was ist mit dem Sanitätsdienst gerade geschehen? Bekam 12 Jahre Zuchthaus. Von welchem SS-Gericht? SS-Gericht ZBV. Und wo fand die Verhandlung statt? Ich glaube in Weimar. In Weimar. Sind Sie dort aufgetreten in dieser Verhandlung in einer Funktion, sei es des Anklägers oder? Des Anklägers. Sind Sie selbst aufgetreten? Ich weiß nicht, ob in diesem Fall. Ja. Aber allgemein war ich zuständig. Ja. Wie hieß Ihr Begleiter, der Sie auf dem Rundgang durch Auschwitz einschließlich der Besichtigung der Krematorien begleitet hat? Kann ich mich nicht mehr erinnern. War es ein Offizier, ein SS-Führer des Lagers? Jawohl. Sie wissen auch nicht, in welcher Dienststellung er sich damals befand, der Adjutant oder wer es war? Nein, weiß ich nicht mehr. Bei wem meldeten Sie sich denn zunächst, beim Adjutanten oder beim Kommandanten? Bei der Adjutantur selbstverständlich. Bei dem Adjutanten, ja. Können Sie sich erinnern, mit dem Adjutanten gesprochen zu haben? Das kann ich aber nicht sagen. Er sagt es bei der Adjutantur. Ja, ich frage ihn, ob er sich erinnern kann, mit dem Adjutanten persönlich gesprochen zu haben. Kann ich mich nicht erinnern.
Können Sie von dem recht verhältnismäßig großen Umfang Ihrer Ermittlungen, die Sie ja damals geführt haben, ist Ihnen da noch erinnerlich, wie die Dienststellung und der Aufgabenbereich des Adjutanten in einem Konzentrationslager zu umschreiben ist? Beispielsweise sagten Sie uns, dass Boger die rechte Hand des Grabner gewesen sei. Würden Sie eine ähnliche Formulierung gebrauchen, wenn ich Sie frage, was der Aufgabenbereich des Adjutanten war? War er die rechte Hand des Kommandanten? Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen. Das hängt doch ganz von der Persönlichkeit des Chefs ab. Wenn ein Chef alles selber macht und sich für unersetzlich hält und glaubt, dass Untergebene es grundsätzlich nur falsch machen, dann wird der Adjutant ganz im Schatten stehen und nur so eine Art Ehrengarde sein. Ist der Chef großzügig und vielleicht auch, muss man ruhig sagen, faul, dann wird er sehr viel abwälzen und der Adjutant mag dann vielleicht der eigentliche Herr des Lagers sein, de facto. Aber wie das Verhältnis nun in Auschwitz gewesen ist, das weiß ich nicht. Denn darum konnte ich mich nicht kümmern, interessierte mich auch nicht, das spielte in dem Zusammenhang meiner Untersuchung keine Rolle. Und ich war auch nur wenige Male in Auschwitz da. Können Sie eine Angabe darüber machen, ob dem Adjutanten die Fahrbereitschaft unterstand? Das ist möglich, aber ich weiß es nicht. Darüber wissen Sie nichts Genaues. Können Sie mir sagen, wo dieses Krematoriumskommando schlief? Also dieses Krematoriumskommando, was Sie da im betrunkenen Zustand angetroffen hatten. Waren diese Leute in den Krematorien selbst untergebracht oder hatten die irgendwo anders eine Unterkunft? Ich meine, die hätten woanders eine Unterkunft gehabt. Können Sie sich noch an den Leiter dieses Kommandos erinnern? Nein. Sagt Ihnen der Name Moll etwas? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Können Sie sich nicht mehr daran erinnern. Waren Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit auch in dem Konzentrationslager Lublin? Jawohl. Ist Ihnen dieses Konzentrationslager, das ja, glaube ich, auch eine Vernichtungsanstalt, dem eine Vernichtungsanstalt angeschlossen war, nur unter dem Namen Lublin oder auch Majdanek oder unter beidem bekannt? Nein. Das Konzentrationslager Lublin ist eine Schöpfung des Standartenführers Koch, das sich aus einem Kriegsgefangenenlager entwickelt hat. Und Majdanek, Treblinka und Sobibor, das waren Vernichtungsstätten, die ich zum Teil auch untersucht habe, die unter dem Kommando eines Kriminalkommissar Wirz standen. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie in Lublin waren? Etwa um dieselbe Zeit, früher oder später. Haben Sie dort mit dem hier angeklagten Adjutanten des späteren Lagerkommandanten Bär in Auschwitz, der damals in Lublin war, zu tun gehabt, Höcker? Ja, ja. Was war der Grund? Nun, das Typische. Das Typische, also Korruptionsfälle? Ja, ja. War der jedenfalls war das der Ausgangspunkt. Hm? Ja, war der hier angeklagte Höcker damals in einen dieser Korruptionsfälle verwickelt? Ist mir nicht erinnerlich. Sind nicht erinnerlich. Soweit sich die Korruption nicht auf die Effekten bezog, ist es richtig, dass zumindest in Buchenwald, und ich möchte Sie fragen, ob es in Auschwitz ähnlich war, die Kantine ein Feld war, um die Korruption voranzutreiben für die SS? Ja, ich möchte sagen, dass der Straf auf die Dachorganisation, auf die sogenannte Casino-Gesellschaft. War das in Auschwitz, speziell auf Auschwitz abgestellt, war das dort auch so? Ja, und diese Kantinen, die unterstanden alle Dachau. Das Dachau war in Form, glaube ich, an der GmbH organisiert. In dem Verfahren gegen den Leiter der politischen Abteilung Grabner sind Sie selbst als Anklagevertreter aufgetreten, ist das richtig? Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Können Sie sich noch erinnern, ob dieses Verfahren zu Ende geführt wurde? Ich glaube nicht, denn Grabner wurde eines Tages durch eine Verfügung von Obergruppenführer Müller
in das Gefängnis des Reichssicherheitshauptamtes überführt nach Berlin. Wahrscheinlich um seine eigene Zuständigkeit als Gerichtsherr zu begründen damit. Und bei Ende des Krieges soll er denn da zu irgendeinem, zu solchen Haufen, die da letzte Verteidigungskämpfe führten, soll er dazugeteilt worden sein. Herr Dr. Morgan, wenn ich Ihnen vorhalte, dass sich entweder der Angeklagte in diesem Verfahren oder einer der Zeugen darauf berufen hat, was wollt ihr eigentlich wegen dieser Erschießungen? In Auschwitz werden ja täglich Tausende umgebracht. Das kommt ja da auf einen mehr oder weniger gar nicht an. Dass in diesem Zusammenhang das SS-Gericht von den Vergasungsaktionen in Auschwitz offiziell Kenntnis nehmen musste und dass aus diesem Grunde der Prozess vertagt wurde, wenn wir es einmal so nennen wollen, bedeutet Ihnen das möglicherweise eine Erinnerungsstütze? Sie meinen, der Prozess gegen Grabner vertagt wurde? Deswegen. Ja, dass er vertagt wurde, weil sich entweder der Angeklagte oder einer der Zeugen darauf berief, was wollt ihr überhaupt uns hier anklagen wegen ein paar Erschießungen? In Auschwitz werden täglich paar tausend Juden umgebracht. Das kann ja gar nicht darauf ankommen. Wenn das recht ist, muss das, was wir gemacht haben, schon lange recht sein. Nun eben nicht, denn der feine, aber doch wesentliche Unterschied ist doch der, dass bei angeordneten Exekutionen oder Vergasung jeglicher Initiative ausschied. Es wurde befohlen und das wurde ausgeführt. Aber bei den anderen Erschießungen, da hatten die Angeklagten, konnten sich ja nicht auf einen Befehl berufen und sie haben es aus eigenem Ermessen und Stücken oder aus persönlichen Motiven haben sie es getan. Haben Sie bei Ihren Ermittlungen irgendwelche Feststellungen dahingehend treffen können, dass der Vernichtungsbefehl von Hitler persönlich stammte? Ja. Können Sie dazu nähere Angaben machen? Also die Zentrale der ganzen Judenvernichtung, die befand sich in der Kanzlei des Führers der Tiergartenstraße 3, kurz abgekürzt. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Die gesamte Judenvernichtung wurde zentral geleitet und gesteuert durch die Kanzlei des Führers Berlin, Tiergartenstraße 3, abgekürzt T3. Herr Dr. Morgan, können Sie sich erinnern, dass Sie im Zusammenhang mit Ihren Ermittlungen einen Bericht gemacht haben, der unter dem Namen Bericht des Dr. Morgan in die Nürnberger Dokumentensammlung unter dem Zeichen NO 2366 eingegangen ist? Das weiß ich nicht, ich möchte den Bericht sehen. Ja, ich habe hier eine Abschrift und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich das vielleicht einmal ansehen würden. Das ist nur ein Auszug, Herr Dr. Morgan. Die Zentrale der Judenvernichtung lag in T3. Auf was stützen Sie Ihre Meinung? Ich habe nicht nur diese Massen Tötungen in Auschwitz untersucht, sondern auch in diesen Vernichtungslagern weiter östlich in Treblinka, Sobibor, noch einen dritten. Sobibor. Die von dem Kriminalkommissar Wirz aus Stuttgart geleitet worden sind. Und ich habe bei Wirz die Akten eingesehen und habe mir berichten lassen und
war ganz eindeutig der Schriftverkehr und über die Endlösung in Anführungsstriche, der Kurierdienst, das ging alles von der Kanzlei des Führers aus. Jetzt beklagte sich auch noch bitter über seinen Status, der da ungeklärt war, denn als Beauftragter einer Parteidienststelle war er nicht Soldat im Rechtssinne und folglich hat er auch nicht die Vergünstigung der freien Feldpost und der Wehrmachtsfreifahrtscheine, sondern musste das aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Und gerade weil ihm das sehr lästig war und er das als ungerecht empfand durch seine Abhängigkeit von T3, da führt er darüber Klage und das ist also auch ein Beweis dafür, dass das von T3 ausging. Eine Frage in diesem Zusammenhang. Unterstand der Kriminalkommissar Wirth nicht dem SS- und Polizeiführer Globocznik, der einen Sonderauftrag in dieser Richtung von Himmler hatte, und handelte der Mann in der Kanzlei des Führers, ich nehme an, Sie nehmen meinen Brack, eine Doppelfunktion, indem dieser als SS-Oberführer dem Stab des Reichsführers SS gleichzeitig zugeteilt war? Das ist richtig, Herr Verteidiger. Aber es ist ja oft zu beobachten, dieser Behördenwirrwarr, der sich im Dritten Reich breit gemacht hat, die Zersplitterung der einheitlichen Zuständigkeit, die Einsetzung von Sonderbeauftragten, das war ein heilloses Durcheinander. Und ich nehme aber an, dass der Gedanke der gewesen ist, dass hier Globocznik örtlich zentral für das östliche Generalgouvernement diese Tätigkeit dieser Kommandos zu koordinieren hatte und dafür zuständig gewesen ist. Wenn Sie sagen zentrale, welches Verhältnis hatte dann Eichmann zu diesem T3 oder T4? Ich sprach von dieser Zentrale T3. Diese Zentrale war ja verhältnismäßig klein und sie hatte also musste ja die praktische Arbeit und die Durchführung anderen anvertrauen. Nun war einer dieser verlängerten Arme, das ist dieser Kriminalkommissar Wirth gewesen. Ein Mann also, der von Seiten der Parteiorganisation sozusagen da entsandt worden war. Auf der anderen Seite hat aber auch war und musste das Reichssicherheitshauptamt eingeschaltet sein, weil die das gesamte Erfassungswesen hatten. Nicht? Die veranlassten zum Beispiel also die Verhaftung der Juden in Belgien, in Holland, in Deutschland. Nicht? Die stellten die Fahrpläne zusammen. Und diese Funktion, die hat Eichmann wahrgenommen. Eine weitere Frage. P3. T3. Bitte? T. Tiergartenstraße ist die... T meinen Sie? T. T heißt Tiergartenstraße. Ja. Und das andere ist eine Hausnummer. Und zwar Tiergartenstraße 4. Das bedeutet die Euthanasiezentrale. Ja. Und wem waren diese Dienststellen untergeordnet? Der Leiter der Dienststelle war Buhler, seine rechte Hand war Brack und Buhler unterstand direkt Herrn Hitler. Ja, so ist es. Ja. Also, sodass es eine, möchte ich sagen, war eine Dienststelle der Reichskanzlei war oder eine Dienststelle des... Kanzlei des Führers ist die offizielle Bezeichnung. Kanzlei des Führers. Und T4 gehörte zu dieser... Kanzlei des Führers hinzu. Er spricht aber zu T3, nicht? Das scheint eine Verwechslung der Buchstaben, der Ziffern zu sein. Ja, meinten Sie auch T4? Ja.
bitte weiter. Eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Herr Dr. Morgan, kennen Sie die eiderstattliche Erklärung von Wislicini? Das ist ein Mann von Eichmann, in der es heißt, dass Himmler erklärt hat, diese furchtbare Aufgabe der Judenvernichtung Hitler ihm übertragen hat, ihm Himmler übertragen hat. Ist mir nicht bekannt. Dann eine weitere Frage. Sie haben gesprochen in Ihrer Vernehmung von dem Erlass der verschärften Vernehmung. Der Herr Amtsgerichtsrat Rumrich hat Ihnen einen Erlass aus dem Jahr 1942 vorgehalten. Ich glaube, es ist der von 12.07. Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang. Herr Dr. Morgan, ist Ihnen bekannt, dass die Ausnahmeregelung und die Verschärfungen der verschärften Vernehmung in der ersten Hälfte des Jahres 1943 weiter und schärfer wurden? Durchaus möglich. Eine Frage. Sie haben vorhin gesprochen über illegale Tötungen in dem Konzentrationslager mit der Meinung vertreten, dass normalerweise die Zuständigkeit des Herrn Müller, also des Leiters der Abteilung 4 im Reichssicherheitshauptamt, notwendig gewesen wäre. Meinen Sie hier das Gefüge der sogenannten Sonderbehandlung? Können Sie uns erzählen, wie eigentlich im Rahmen dieses Erlasses der Sonderbehandlung diese Exekutionsbefehle von oben gekommen sind? Bin ich überfragt. Eine weitere Frage. Gab es auch eine Lagerordnung, die Exekutionen vorschrieb? Eine Lagerordnung? Lagerordnung, nehmen wir mal an. Lagerordnung Neuengamme, Lagerordnung Auschwitz, Lagerordnung für Dachau, für gewisse Handlungen von Häftlingen. Ja, aber wo also als Exekution... Wo Exekutionen eben angeordnet waren, wobei Sie voraussetzen dürfen, dass meine Frage dahin geht, dass durch von oben genehmigte Lagerordnungen, also von Inspekteur der KZ genehmigte Lagerordnungen, Exekutionen für bestimmte Fälle angeordnet waren. Sie meinen, Herr Verteidiger, dass der Kommandant von sich aus Exekutionen anordnen konnte? Richtig, jawohl. Für bestimmte Handlungen der Häftlinge. Also das war nur möglich bei offener Widersetzlichkeit eines Häftlings oder ein Angriff eines Häftlings auf einen SS-Mann, wo also auf der Stelle ein Exempel statuiert werden sollte und musste. Das war vorgesehen. Das war vorgesehen. Ja. Weitere Fälle in der Lagerordnung haben Sie nicht mehr im Kopf. Dann eine weitere Frage. Ist einmal ein Fall der organisierten Judentötung an die SS-Gerichte herangetragen worden? Dass einmal eine Anzeige gekommen ist, irgendwo aus dem Osten, hier ist eine Judenaktion vorgenommen worden, bitte verfolgt die. Eine Judentötungsaktion, also die befohlen war. Ist mir nicht bekannt. Ist mir nicht bekannt. Eine Schlussfrage? Nein, die stelle ich nicht, danke. Keine Frage mehr. Bitte schön. Frage, Herr Dr. Morgan. Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf die Frage des Herrn Staatsanwalts Küdler wegen der Vernichtung der Juden erklärt, der Vernichtungsbefehl, zunächst klar, der Vernichtungsbefehl stammte von Hitler persönlich. Zentrale der Judenvernichtung befand sich in der Kanzlei des Führers, T3, jetzt T4. In diesem Zusammenhang eine Frage. Nachdem Sie das hier uns so klar gesagt haben und das erklärt haben, ich nehme das an, dass es Ihr damaliges Wissen ist, was Sie uns gesagt haben über den Vernichtungsbefehl, haben Sie, als Sie festgestellt hatten, dass in Auschwitz Vergasungen vorkamen, das in Ihrem Bericht, und zwar Massenvergasungen, das in Ihrem Bericht auch erwähnt?
Ich habe ja viele Berichte geschrieben und zwar laufend und zwar abgestimmt, je nach dem Empfänger oder allgemein, und auch Vortrag gehalten. Ich habe gesagt, dass als ich die Untersuchungen in Auschwitz überhaupt ankurbelte, ja, meiner Erinnerung nach bei meinem Vortrag im Reichskriminalpolizeiamt, und ich hatte ja von Dienstreise da gemacht und mal wegen eines bestimmten Falles, wollte nun veranlassen, dass dort in Auschwitz auch eine Kommission aufgestellt würde. Habe also meiner Erinnerung nach mich zunächst also nur auf die reinen Korruptionsfälle beschränkt. Aber nachdem diese Ermittlungen sich dann, wie ich gehofft und vorausgesehen hatte, dann erweiterten auch auf die Tötungskomplexe übergriffen, und da wurden natürlich die anderen Dienststellen, also Kaltenbrunner und der Reichs-HZSS und so weiter, die horchten natürlich auf, und das interessierte die auf das Höchste. Denn eine Dieberei von einem kleinen Mann, das war ja für diese hohen Herren, das war ja vollkommen uninteressant. Und in diesem Zusammenhang, da habe ich natürlich berichtet, und auch in den Verfahren selbst haben ja zum Beispiel dann Ärzte sich darauf bezogen, es hätte solche Befehle gegeben und sie hätten also durchaus rechtmäßig gehandelt, und so dass also nachher in dem SS-Gerichtsverfahren dieser Komplex der Tötungen in vollem Umfang erörtert worden ist. Und unter anderem ist auch nach Buchenwald als Sachverständiger damals in einem der Prozesse der Professor Dr. Heide vernommen worden, der jetzt da durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist. Herr Dr. Morgen, bezieht sich das auch auf die im Großen vorgenommene Vergasung der Juden? Jawohl. Auch darauf? Ja. Und ist über die Eroberung in den Verfahren in Weimar hinaus irgendetwas geschehen? Hat man von höchster Stelle irgendetwas in diese Richtung getan? Hat man gesagt, es besteht ein Befehl? Oder hat man gesagt, es besteht kein Befehl? Das wird ohne Befehl gemacht. Erinnern Sie da irgendetwas? Nein, also was die Judenvernichtungen anbelangt, da sagte ich ja, da bestand der höchste Befehl der Endlösung und eine Organisation. Darüber gab es also gar nichts zu deuteln. Was unklar blieb, das waren diese Euthanasie-Befehle und deren Auslegung und die Befugnisse der Ärzte, die sie in Anspruch genommen hatten. Und nachdem sich nun Ärzte auf solche angeblich vorliegenden Befehle berufen hatten, also insbesondere der Dr. Hoven, der ist vom Hauptamt der SS-Gerichte an Untersturmführer Kaiser ins Reichssicherheitshauptamt entsandt worden, um diese Befehle festzustellen, sie dem Gericht vorzulegen. Er war dort wochenlang dort, hat die Archive durchgesehen, hat mit jedem gesprochen, hat solche Befehle nicht gefunden. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, bezieht sich das aber nur auf Euthanasie und ähnliche Dinge, aber nicht auf die Frage der Massenvertötung der Juden. Nein. Das war kein Zweifel. Gar kein Zweifel. Dankeschön, keine Frage. Hatten Sie nicht einmal früher gesagt, Sie wüssten nicht, ob aufgrund Ihrer Berichte die Massentötungen vorübergehend eingestellt worden seien? Ja, ich hatte den Eindruck, denn was das Ziel meiner Untersuchung war, zu zeigen, dass diese Tötung und damit die Heruntersetzung sämtlicher anderen Entwertung, Rechtsgüter, dem folgen müsse, dass dadurch die Menschen, die SS-Angehörigen, nicht nur verroht und sadistisch und korrupt, würden sie überhaupt unbrauchbar als Soldaten für ein späteres Leben. Alles das hat doch nachher, als das als Massenerscheinung aufgedeckt worden ist von mir, doch einen gewaltigen Eindruck gemacht bei der SS-Generalität. Und ich kann mich also noch mit lebhaft daran erinnern, der Chef des Haupt-
dann das SS-Gericht, der SS-Obergruppenführer Breithaupt, nicht wahr, wie der auf den Tisch loch und er sagte, da haben wir diese Sauerei. Und ich habe es dem Reichsreini schon damals prophezeit, dass es so kommen werde, nicht wahr. Und jetzt ist es eingetreten und das ist ein Saustall, nicht wahr, das ist, er spottet ja jeder Beschreibung, das ist aufgehört, gestoppt und so weiter. Ich glaube also, dass Sie in diesen höchsten Gremien besser als ich das konnte, als kleiner Leutnant, da schon hinter den Kulissen da gearbeitet worden ist. Und tatsächlich kamen ja dann die Befehle, dass also wurde nochmal in Erinnerung gerufen, dass Häftlinge nicht das Leben des Häftlings in der Hand des Führers steht, dass ein Häftling nicht geschlagen werden muss, gell? Das wurde kontrolliert, auch mit dem Essen und die Behandlung, die besserte sich und dann eines Tages, also 44, war es gewesen und dann stoppte das auch mit den Tötungen. Dann stoppte das auch mit der Vergasung? Ja. Ja? Und wurde aber später wieder eingesetzt, oder? Hörte ich nach dem Kriege. Nachher soll es wieder begonnen worden sein. Herr Dr. Aschenauer? Eine Frage im Zusammenhang mit dem Obus, mit dem Rechtsamt der SS. Herr Dr. Morgan, ist Ihnen ein Urteil des obersten SS- und Polizeigerichtes vom 24. Mai 1943 bekannt? Und zwar, es ist das Urteil gegen den Max Teubner, in dem es heißt, wegen der Judenaktion als solche soll der Angeklagte nicht bestraft werden, die Juden müssen vernichtet werden, es ist um keinen der getöteten Juden schade. Es ist nicht deutsche Art, allerdings bei der notwendigen Vernichtung des schlimmsten Feindes unseres Volkes, bolschewistische Methoden anzuwenden. Ist Ihnen dieses Urteil aus dem Jahr 1943 bekannt? Ja, das ist mir bekannt, aber erst nachträglich bekannt geworden. Durch ein Ehrengerichtsverfahren gegen den Rechtsanwalt Dr. Reinecke in München, der aus der wegen dieses Urteils aus der Anwaltschaft ausgeschlossen worden ist. Ja, also nach dem Krieg. Also damals wusste ich es nicht. Nicht? Und das war ein Urteil des oberen SS? Des obersten, obersten. SS- und Polizeigericht, also das höchste SS- und Polizeigericht, was es gibt. Mhm. Daher also auch, ich hätte vorhin die Frage stellen wollen, ob also die SS- und Polizeigerichte rechtswidrige Führerbefehle als rechtens anerkannt haben. Aber jetzt eine Schlussfrage. Hinsichtlich der Einstellung von Vergasungen bzw. Verkleinerungen und so weiter dieser Maßnahmen. Wann waren Ihre Besprechungen in Berlin bzw. Ihre Abschlussberichte? Vor dem 27.04.1943 oder nachher? 27.04.1943. Vorher oder nach diesem von mir genannten Zeitpunkt 27.04.1943? Ja, ist doch erst im Herbst 43 nach Auschwitz. Ja, da möchte ich Folgendes sagen, dass also hier unterschrieben ist bei einem Befehl, bevor eben Herr Liebenhenschel also nach Auschwitz gekommen ist, wo diese Einschränkung durch diesen Erlass von Liebenhenschel unterschrieben vom 27.04.43 eingetreten ist. Moment, was ist das für ein Befehl vom 27.04.? Das ist diese Einschränkung der Selektionen mit Abspritzungen und so weiter, dass diese Dinge eben nur noch ausgeführt werden dürfen bei nicht-arischen Häftlingen. Ich lege die Dokumente vor. Ja, ich weiß nicht ganz recht im Augenblick, Herr Dr. Aschenauer, welche logische Brücke Sie Nein, also die Sachlage ist ja so, wir haben gehört, also dass eben durch Berichte eben diese solche Einschränkungen oder solche Stopps in der Massentötung erfolgt sind. Ja. Und daher frage ich, wann sind diese Besprechungen gewesen? Ja, die können ja erst nach dem Herbst 1943 gewesen sein. Aber ich führe jetzt diesen Befehl an, dass also eben hier die Grundlage dieser Einschränkung bereits durch diesen Befehl gegeben ist. Sie meinen, dass also Liebenhenschel schon vor dieser... Am 27. April 1943 habe ich den Befehl wortwörtlich. Es war aber damals keine klare Regelung der Zuständigkeiten da. Liebenhenschel war schon da, aber trotzdem mimte der Höss immer noch weiter darum. Der konnte sich zunächst gar nicht auswirken, sondern Höss hatte auch noch später, ist er nochmal zurückgekommen zu dieser Ungarn-Aktion.
Er betrachtete dieses Auschwitz als seine ureigenste Domäne. Herr Dr. Morgan, Sie dürfen nicht vergessen, dass Liebe Henschel in der Zentrale zunächst gesessen ist, zu diesem Zeitpunkt bei Pol und von dort nach Auschwitz kam. Und dieser Befehl, diesen Erlass, der kam also aus dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS heraus. Und zwar war es kein Befehl von Liebe Henschel in seiner Funktion als Kommandant von Auschwitz, sondern in seiner vorherigen Stellung. Ja, im, Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS bei Pol. Langsam anhören. Aber leider ist er nicht durchgeführt worden. Jedenfalls nicht sofort. Herr Zeuge, haben Sie bei Ihren Ermittlungen festgestellt, wie weit diese Befehle nicht über die Vergasung und die Vernichtung der jüdischen Menschen, sondern über die Behandlung der Häftlinge in den Instanzen, das heißt also bei den niederen Dienstgraden bekannt waren? Ich nehme an, das schließt sich an gleich, diese Frage, dass Sie bei Ihren Vernehmungen das auch geprüft haben. Welche Belehrungen wurden da erteilt über diese Befehle? Wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie den Zeugen fragen, ob diese Befehle durchgedrungen seien bis zu den unteren Dienstgraden, stimmt's? Wollen Sie das fragen? Sehr richtig, so habe ich es auch das ähnlich ausgedrückt. Bitte schön, Herr Dr. Morgan. Jedenfalls habe ich feststellen müssen, dass zum Teil die Kommandanten ja selbst sich nicht an diese Befehle gehalten haben. Ja, es ist nun ein Unterschied, Herr Dr. Morgan, ob ich einen Befehl kenne und ihn nicht befolge oder ob ich ihn deshalb nicht befolge, weil ich ihn nicht kenne. Und deshalb will der Herr Rechtsanwalt Schallock vermutlich wissen, ob die Befehle überhaupt durchgedrungen sind bis nach unten, ob also Belehrungen darüber stattgefunden haben. Das ist natürlich schwer zu beantworten. Das können Sie uns nur sagen, wenn Sie aufgrund Ihrer Ermittlungen irgendwelche Fakten festgestellt haben. Denn Sie sind ja kein Sachverständiger. Ja. Sie sollen uns auch hier nicht ein Gutachten erstellen, sondern Sie sollen uns eben nur das sagen, was Sie aufgrund Ihrer Ermittlungen festgestellt haben. Haben Sie etwas darin festgestellt oder haben Sie es nicht festgestellt? Oder wissen Sie es nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Es hängt auch zu sehr vom Einzelfall ab. Aber ich glaube, gerade die Art der Ausführung bei manchen Mordtaten, die ich da angeklagt habe, die deutete ja auf das schlechte Gewissen des Täters hin, dass er die Spuren eben vernichtete und das in heimlich tat und raffiniert und verborgen, nicht offen. Mhm. Noch eine Frage, Herr Rechtsanwalt Schallock. Ja, das ist zwar in etwa eine Wiederholung, aber um es verdeutlichen, hat sich denn mal ein Angeklagter, ein Beschuldigter der unteren Dienstgrade darauf berufen, davon weiß ich ja gar nicht, von diesen Befehlen. Wissen Sie etwas darüber? Nein, er wusste, dass er Unrecht hat. Ja, das ist eine andere Sache. Ob er wusste, dass er Unrecht hat, aber hier von den Befehlen, beim Militär wird doch alles mit Befehlen geregelt. Sie werden ihm doch vorgehalten haben, hier liegt dieser Befehl vor. Kennen Sie den oder haben Sie das nicht getan? Oder können Sie sich nicht erinnern? Herr Dr. Morgan, der Herr Rechtsanwalt Schallock wollte von Ihnen wissen, ob überhaupt sich ein Untergebener einmal berufen hätte darauf, dass ihm dieser Befehl nicht bekannt gewesen sei. Wissen Sie etwas davon noch? Ist mir nicht bekannt, dass er sich darauf ist Ihnen nicht mehr bekannt. Na, Herr Dr. Naumann, nachher kommen Sie noch dran. Herr Dr. Morgan, ich darf vielleicht mal einen typischen Fall einer Ermordung schildern, die diese Frage beantwortet. Und zwar aus Buchenwald. Deshalb ist, weil ich sie persönlich und in allen Einzelheiten geprüft habe, ist sie mir noch in Erinnerung, während ich sonst mich ja mehr oder weniger auf das Ermittlungsergebnis von mir beauftragt stützen musste. Zwar waren das zwei Fälle, die den Obergruppenführer Fürst zu Waldeck persönlich angingen. Er kannte diese Leute und hatte sich, es waren SPD-Abgeordnete Krämer und Peix, und hatte sich für die
Entlassung dieser Leute eingesetzt und es war ihm zugesagt worden, die werden entlassen. Und kurz ehe sie entlassen werden sollten, bekam das SS und Polizeigericht Kassel die Mitteilung, sie sind auf der Flucht erschossen worden. Nun sagte sich Waldeck, Leute, denen ich gesagt habe, ihr werdet entlassen, die fliehen doch nicht. Und außerdem konnte der eine gar nicht fliehen, weil er eine schwere Kniegelenksentzündung hatte. Der Mann, der konnte also nur humpeln. Er hat diesen Fall durch das SS-Gericht Kassel genauestens untersuchen lassen. Nicht? Es wurden sämtliche erreichbare Häftlinge, die Leute, die den erschossen haben, den Führer des Kommandos, der Gerichtsoffizier, sie wurden vernommen, tagelang. Die Akten habe ich selber gelesen. Gerichtspathologisch die Leichen zerziert. Wurde festgestellt, sind Fernschüsse von hinten. Der Posten hat unter Eid erklärt, ich habe die Häftlinge angerufen. Sie sind nicht stehen geblieben. Ich musste von der Schusswaffe Gebrauch machen. Seine Kameraden haben es bestätigt. Waldeck konnte nichts machen. Ich bin dahinter gekommen, das war alles ein abgekartetes, raffiniert eingefädeltes Spiel und man hat die Planskizzen, wie die Leichen später liegen sollten, schon vorher angefertigt. Man hat jeden Einzelnen darauf vergattert und hat auswendig sagen lassen, was er dem SS-Gericht zu sagen hat. Das ist ihm Tag und Nächte lang eingebläut worden. Und dann hat man das ablaufen lassen, diesen Film, wenn man das bei diesem grausigen Ereignis so nennen darf. Und wenn diese Leute doch das Gefühl gehabt hätten, sie hätten mit Häftlingen machen können, was sie wollten, warum denn dieses Theater? Dann konnten sie doch sagen, jawohl, wir haben den erschossen, weil ich das für richtig halte. Mir ist nichts von dem Befehl bekannt, dass das Leben eines Häftlings geschützt ist. Sie haben sich doch wie die Gangster betragen, von der Lagerführung ab bis zu dem untersten Mann. Herr Naumann, bitteschön. Herr Dr. Morgen, ich möchte noch mal auf die erfundenen Krankheitsbezeichnungen zurückkommen. Sie sagten vorher, diese Registrierung der nicht eines natürlichen Todes gestorbenen Häftlinge und die Weitergabe der Bezeichnungen nach oben, eine Täuschung oder, was militärisch sicher noch schwerer wiegt, eine falsche dienstliche Meldung gewesen. Nun gab es in Auschwitz, soweit ich unterrichtet bin, ein Standesamt, den entsprechende Totenscheine ausgeschrieben wurden mit diesen falschen Zeichnungen. Soweit ich unterrichtet bin, starben auch in anderen, nicht in KZs, sondern in den Gestapo-Kellern, etwa bei das Albrecht-Palais in Berlin, Gefangene, über die auch, soweit ich unterrichtet bin, falsche Bezeichnungen in die Totenscheine eingetragen worden sind. Ich kann mir also nicht denken, dass die untersten Instanzen dort in Auschwitz diese falschen Krankheitsbezeichnungen ohne eine Weisung von oben, ohne irgendeinen Befehl, mach es nun ein Befehl der SS-Führung, mach es ein Befehl der Gestapo-Führung gewesen sein, so ausgeführt worden sind. Sie haben vollkommen recht, Herr Verteidiger. Ich habe gerade diese falschen Todesberichte zum Anlass, zum einer eingehenden Vorhalt oder Besprechung mit dem Reichsarzt des SS, dem Professor Dr. von Grawitz, gemacht. Sie werden sich erinnern, dass Müller ganz empört tat und sagte, wenn ich mich noch nicht mal auf das Gutachten und den Bericht eines Arztes verlassen kann, wem soll ich denn da überhaupt noch trauen? Und auf der anderen Seite sagte mir Grawitz, es ist mal vorgekommen, dass da eine Epidemie ausbrach oder sonst ein Massensterben. Und nun steht denn da Stereotype darunter, kam denn diese Meldung, gestorben an Fleckfieber oder Kreislaufschwäche. Und sagte, machte mich ja direkt damit unmöglich, nicht? Sagte also, warum verhindern Sie so etwas nicht? Und da habe ich den Lagerärzten gesagt, meine Herren, also wenn sowas eintritt, dann doch bitte ein bisschen Fantasie, nicht? Brauchen Sie nicht alle an derselben Krankheit sterben zu lassen. Aber er meinte das auch damit, was ja oft vorkam, oder fast, ich möchte sagen, die Regel war, dass der KL-Arzt sich um
den einzelnen Toten gar nicht mehr anschaute, sondern dass das der Häftlingsschreiber machte und die nun Stereotypen da gerade etwas hinschrieben, was nein fiel. Und denn manchmal dann stimmte das gar nicht, wenn sie ist also blind am Durchbruch und es wurde den Angehörigen mitgeteilt, sagten die, der hat ja schon vor Jahren den Blinddarm herausoperiert bekommen. Er wollte das also damit auch rügen, dass der Arzt sich selber darum kümmern sollte, nicht? Aber wenn er schon das nicht machte, dann doch also mit mehr Fantasie. Naja, Herr Dr. Morgan, aber gerade weil die Angehörigen doch bei bestimmten Gruppen von Häftlingen zumindest eine Nachricht darüber bekamen, liegt es doch eigentlich nahe, dass da irgendeine Weisung von oben, denn bei oben hatte man doch ein Interesse dran, auf die Angehörigen irgendwie einzuwirken, irgendwie beruhigen vielleicht. Ich dachte Ihnen ja, das hat schon einer... Der Mann ist durch eine Injektion getötet worden, sondern man wollte eben schreiben, er ist an diesen oder jenen eingegangen. Und das müsste doch eigentlich auf der Linie liegen, einen Befehl erteilt zu haben. Das sagte ich Ihnen ja, diese Anweisung, nicht, wenn man das so nennen will, hat der Professor, der Reisarzt des SNKL-Ärzten gegeben. Ja, Herr Dr. Morgan, ich habe Sie nun so verstanden. Es sollten nicht zum Beispiel dauernd diese Infektionskrankheiten als Todesursache angegeben werden. Aber der Rechtsanwalt Naumann hat meines Erachtens etwas anderes gemeint. Er hat gemeint, ob auch von oben herunter Anweisungen gegeben worden seien, dass zum Beispiel gewaltsame Tötungen nicht als solche erscheinen sollten, sondern eben als natürliche Todesergebnisse, Ereignisse. Verstehen Sie, was ich meine? Also man hat doch zum Beispiel durch diese Phenolspritzen unendlich viele Leute getötet. Ja. Das sollte, so ging die Frage des Herrn Rechtsanwalts Naumann, sollte das dadurch verhindert werden, dass man gesagt hat, die wahre Todesursache muss nicht immer genannt werden, sondern ein bisschen mehr Fantasie. Sollte sich darauf dieser Befehl beziehen oder sollte sich der Befehl lediglich darauf beziehen, dass zum Beispiel die verheerenden Seuchensterblichkeiten nicht bekannt wurden unter der Zivilbevölkerung? Ja, also verstehen Sie den Unterschied? Im einen Falle wäre etwas gedeckt worden, was zwar auch nicht ganz in Ordnung war, was aber immerhin nicht verhindert werden konnte, vielleicht. Im anderen Fall wären ausgesprochene Verbrechen damit gedeckt worden, dadurch, dass man falsche Todesanzeichen schickte. Und das mit den falschen Todesanzeichen, das ist ja schon auch anderwärts bekannt geworden, auch bei diesen Euthanasieprozessen, die früher geführt worden sind, dass man den Leuten da irgendwelche Todesgründe mitgeteilt hat, die nicht gestimmt haben. Also die Frage ging meines Erachtens klar dahin, sollten auch die in Auschwitz begangenen Verbrechen durch Mitteilung falscher Todesursachen verdeckt und verheimlicht werden? Können Sie darauf eine Antwort geben? Sobald es sich hier um Tötungen, befohlene Tötungen handelt, in verdeckter Weise, da lag es ja nun in der Linie des heimlichen Vorgehens, dass auch nicht die wahre Todesursache angegeben werden konnte. Denn wenn man das nachträglich angeben wollte, dann brauchte man es ja vorher nicht zu tun. Oder das nicht so heimlich zu tun. Also das verstehe ich. Aber ich glaube, der Herr Rechtsanwalt Naumann hat gefragt, ob das von oben herunter befohlen worden sei. Er will doch darauf hinaus, dass diese unrechtmäßigen Tötungen, dass die gar nicht von den unteren Stellen von sich aus begangen worden seien, sondern dass sie von oben herunter befohlen worden seien, Beweis dafür, man hat auch behauptet oder verlangt, dass hier falsche Todesursachen angegeben wurden. Ich nehme an, dass das die Beweisführung des Herrn Rechtsanwalts Naumann sein soll. Und deshalb fragt er Sie genau, hat der Herr, ich weiß nicht jetzt, wie dieser Oberarzt Geisner, hat dieser Arzt verlangt, es sollten falsche Todesursachen angegeben werden, um damit die in dem Lager begangenen Verbrechen zu verdecken und nach außen hin abzuschirmen? Sobald es sich um die Aktion 14F13 handelt, trifft dies zu. Da durfte nicht die wahre Todesursache genannt werden. Ja. Das war also nun der Umfang und inwieweit es nach den damaligen Befehlen und Vorschriften die Euthanasie in Anführungsstrichen gedeckt war, dahin steht. Also soweit es sich um 14F13 handelte und soweit es sich zum Beispiel
um die Toten handelte, die der Herr Grabner nicht erschießen lassen konnte, sondern durch Phenolinjektionen umbringen ließ. Wie war es denn da? Da konnte er sich so wenig für die Tötung, konnte er sich auf die Fälschung der Todesursache auf den Befehl berufen. Gut. Ja, da möchte ich aber doch noch eine Frage anschließen. Es ist Ihnen doch sicher bekannt, dass auch außerhalb der KZs unnatürliche Todesfälle vorkamen. Und es ist Ihnen sicher weiter bekannt, dass auf den Totenscheinen, die Angehörigen damals bekamen, auch in allen diesen Fällen irgendeine Krankheit drauf stand. Das liegt doch sicher nicht im Rahmen dieser 14F13, sondern weit außerhalb dieses Rahmens. Können Sie eine Erklärung dazu geben, ob dieses Vorgehen der maßgebenden Beamten von oben her gedeckt oder befohlen worden ist? Also mir sind keine solche Fälle außerhalb der Konzentrationslager an unnatürlichen Todesursachen bekannt, wo also solche falsche Todesursachen bescheinigt worden sind. Ich hatte in diesem zivilen Sektor keinen Einblick. Also ist im Zeug nicht bekannt. Herr Rechtsanwalt-Heimann. Herr Zeuge, wir haben vorhin gehört, dass der heute hier sitzende Angeklagte Hofmann der damalige SS-Führer war, der Sie bei Ihrer ersten Ankunft in Auschwitz zur Orientierung im Lager herumgeführt hat. Sie sagen zwar, Sie können sich an den Namen heute nicht mehr erinnern. Es ist ja nun kein fremder Mensch, der irgendwie verschollen ist, sondern er sitzt hier vor Ihnen. Können Sie sich auch dann nicht erinnern, wenn Sie ihn mal gut anschauen? Darf ich Sie bitten, Herr Hofmann? Er ist ja nicht zu übersehen, äußerlich. Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nicht? Können Sie sich wenigstens daran erinnern, wenn Sie auch sich nicht an den Namen erinnern, dass Ihnen der damalige SS-Führer, der Sie herumgeführt hat, rückhaltlos über alle Fragen Aufschluss gegeben hat? Jawohl, dass er Ihnen rückhaltlos alle Einrichtungen gezeigt hat, die Sie sehen wollten, dass er Ihnen auch Bunker 11 und sogar die Stehbunker gezeigt das hat. Das hat der Zeuge alles schon gesagt, ja. Herr Rechtsanwalt. Er hat uns sogar noch dazu rückhaltlos gesagt, dass wollte ich wissen. Dass der Angeklagte Hofmann sogar ihm gesagt hätte, auf welche Art und Weise man eine Selektion sehr schnell beenden könne, ja. Indem man nämlich den Leuten angeboten habe, mit dem Lastwagen gefahren zu werden, damit sie nicht zu laufen brauchten, worauf sich alles auf die Lastwagen gestürzt habe, um auf diese Art und Weise besser befördert zu werden. Das hat uns der Zeuge alle erzählt. Ja. Herr Zeuge, können Sie sich noch daran erinnern, dass in dem vielfach zitierten Grabner-Prozess, 1944 war das, der Angeklagte Hofmann, der heutige Angeklagte Hofmann, damals SS-Hauptobersturmführer oder Hauptsturmführer in Neckar-Elz bereits, als Hauptbelastungszeuge gegen Grabner in Weimar aufgetreten ist? Nein, kann ich mich nicht mehr erinnern. Es soll sich eine längere Diskussion während des Verfahrens abgespielt haben zwischen Ihnen und dem Angeklagten Hofmann, damaligen Belastungszeugen Hofmann. Ist Ihnen das erinnerlich? Nein, das ist nur aus meiner Erinnerung. Darf Ihnen der Herr Hofmann eine kleine Stütze geben? Vielleicht? Ja, bitte. Wo fand das Verfahren statt? Das Verfahren fand in Weimar statt. Und zwar an den 1. September des Jahres 1944. Wenn ich das erwähnen darf, das Verfahren, also die Verhandlung, war in einem Raum angesetzt, ich kann es nicht mehr sagen, wo, kurz vor Beginn oder gleich Anfang dieser Verhandlung, war Fliegeralarm angesagt. Die Verhandlung wurde unterbrochen und die ganzen Richter, Angeklagte, Zeugen und alles. Wir begaben uns, wir haben uns dann begeben müssen oberhalb Güterhaus. Das weiß ich aus diesem Grund noch genau, weil ich vorher 30/31 in Weimar tätig war, daher kannte ich Weimar. Gut, wir warteten oberhalb des Güterhauses, warteten wir, es kam ein Polizeitransportwagen, alle mussten Platz nehmen und ein Kiwiwagen. In Kiwiwagen saß der damalige Sessorprofessor Generalprinz von Weideck. Wir fuhren außerhalb von München in so ein kleines Schlösschen. Außerhalb Weimar. So ein kleines Schlösschen und da wurde die Verhandlung dann weiter fortgesetzt. Den Namen kann ich natürlich nicht sagen von dem Schloss. Es war so ein kleines Ding. Waren Sie da dabei, Herr Dr. Morgen? Herr Dr. Morgen war damals als Staatsanwalt Vertreter angehört. Ich kannte Sie ja daher, weil ich Sie in Auschwitz
kennengelernt habe, weil ich Sie in Auschwitz ja die ganze Nacht rumführen musste. Und daher kannte ich Sie auch in Weimar und Sie fungierten als Staatsanwalt. Anders weiß ich das nicht. Und was soll ich Sie damals gefragt oder beziehungsweise was haben Sie? Handelt es sich um also Anklage gegen Grabner wegen Mordes. Und meine Aussage ging dahin, dass Grabner, ich habe nicht nur Grabner, sondern auch noch den damaligen Schützerfrau für Aumeier, der wird Ihnen auch bekannt sein. Ja. Aumeier habe ich damit auch beschuldigt, dass diese beiden tatsächlich im Bunge, bei der Bunge-Entleerung, von sich aus Erschießungen durchgeführt haben. Und das war, und aufgrund dessen, aufgrund meiner Aussage hin, kam es natürlich zu einem großen Wortwechsel zwischen Verteidiger und Zeugen, also meiner Person, worauf Sie sich dann als Angabe als Staatsanwalt eingeschaltet haben. Die Verhandlung, ich habe natürlich nichts mehr gehört dann, das war erst dann 1944, die Verhandlung wurde dann, ich weiß nicht, wer noch geladen ist, waren noch verschiedene Zeugen da, von den Vieren, wenn ich noch nennen darf, damals Schwarz, ist Ihnen bekannt, Standardarzt Wirz, wird Ihnen auch bekannt sein, und ich, wir waren drei Vieren, etliche Unterführer. Die Verhandlung wurde verdacht, ja, und ich habe dann natürlich zu 1944, habe nichts mehr davon gehört, ob die Verhandlung, ob der Prozess zu einem Ende gekommen ist oder nicht, ob es ein Urteil gegeben hat, das weiß ich nicht mehr. Als erfahren habe ich nichts mehr davon. Also der Angeklagte, der bringt derartige Einzelheiten, die er nicht kennen könnte, wenn er nicht dabei gewesen wäre und was er da schilderte. So ist es damals gewesen. Ja, also es kann sein, dass er damals noch angegriffen worden ist von der Verteidigung wegen seiner Aussage. Ja. Daran können Sie sich aber im Einzelnen nicht mehr erinnern. Nicht. Herr Rechtsanwalt, Göllner war jetzt zunächst dran, ja? Herr Zeuge, erinnern Sie sich mit Sicherheit, dass Sie den Namen Claire schon bei Ihrem Aufenthalt in Auschwitz erfahren haben? Ja. Oder haben Sie ihn erst aus der Zeitung jetzt erfahren? Nein, schon damals. Haben Sie ein Verfahren auch gegen Claire eingeleitet? Ermittelt habe ich sicher nicht. Haben Sie Ärzte vernommen in Auschwitz? Möglich. Haben Sie den Standortarzt kennengelernt bei diesem Rundgang durch das Lager oder andere Lagerärzte, die Sie über die Fälle gesprochen haben oder über das Euthanasieprogramm? Also an die Einzelheiten kann ich mich nach der Zeit nicht mehr erinnern. Herr Zeuge, können Sie aus Ihrer Erfahrung als Anklagevertreter oder als Richter in den damaligen SS- und Polizeigerichten, dem Schwurgericht, von Vorgängen berichten, die sich auf Befehlsverweigerung bezogen? Der Wahrspruch der SS hieß ja, meine Ehre heißt Treue. Und derjenige, der Befehlen nicht nachgekommen ist, sie verweigerte, der hatte mit keiner Milde zu rechnen. Und insofern, weil im Allgemeinen von der SS-Gerichtsbarkeit harte Urteile gefällt worden sind, wurde der Truppe auch immer wieder mit dem SS-Gericht gedroht. Und es hatte schon eine moralische Wirkung. Herr Zeuge, es haben sicherlich nicht alle SS-Richter eine solche Auffassung an den Tag gelegt wie Sie in diesen Jahren. Es waren doch nach Ihrer Erfahrung Richter in dieser Gerichtsbarkeit, die die schärfsten Methoden anwandten. Berichten Sie über diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Zum Richten gehört eine große menschliche Reife und Erfahrung. Und die ist natürlich in einer Gerichtsbarkeit, die aus dem Boden gestampft wird, nicht da. Und man macht die Erfahrung, dass Anwälte, und das waren vorzugsweise Anwälte, die später Richter wurden, dort, dass die Aggressivität und diese Schärfe, die sie bei der Ausübung ihres Berufes
sich angeeignet haben oder natürlich mitbringen, nachher auch als Richter ausüben. Und dann kommt hinzu, dass auch sogenannte Wirtschaftsjuristen gewesen sind, die vom Strafrecht wenig Ahnung hatten und auch wenig Truppenerfahrung. Und das alles, das führte dazu, dass zum Teil das doch etwas sehr überspitzt gehandhabt worden ist. Ich habe noch eine letzte allgemeine Frage, Herr Zeuge. Weshalb Sie gegen den damaligen Lagerkommandanten Höss in Ihrer Eigenschaft als Ermittlungsrichter oder Ankläger nicht eingreifen konnten? Ist es richtig, der britische Schriftsteller Reitlinger, der Sie ja ungefähr 15 Mal in seinem Werk Die Endlösung zitiert, berichtet, dass Sie in Nürnberg erklärt hätten als Zeuge im SS-Prozess, dass der Lagerkommandant Höss im Rahmen des Fehme-Prozesses gegen den Lehrer Carlo zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, und zwar zusammen mit dem noch verschwundenen Reichsleiter Bormann, und dass Bormann wünschte, dass Höss wie ein rohes Ei behandelt werden sollte. Das sind Ihre Aussagen im Nürnberger Prozess, ist das richtig? Jawohl, das ist richtig. Bormann und Höss, die saßen eine Zeit lang im Zuchthaus Rendsburg, soweit es mir erinnerlich ist, und waren seit dieser Zeit gute Freunde. Und es mag dem zuzuschreiben sein, dass gerade Höss mit dieser Aufgabe betraut worden ist. Übrigens darf ich Ihnen sagen, Herr Verteidiger, diese Ermittlungen, die ich da schilderte, die ich geführt habe gegen Höss, die habe ich ja nicht in meinem Privatnotizbuch da festgehalten, sondern ich habe sie sämtlichen hohen SS-Stellen mitgeteilt und die Anklageerhebung angeregt. Aber da Höss zum Wirtschaftsverwaltungshauptamt gehörte und Pohl sein Gerichtsherr gewesen ist, konnte nur Pohl die Anklage verfügen. Und solange ich im Amt gewesen bin, hat er das nicht getan. Ja, Dr. Morgan, Sie haben vorhin auf eine Frage des Verteidigers gesagt. Bei der SS hieß der Grundsatz, die Treue ist das Mark der Ehre oder so irgendetwas Ähnliches. Wer einem Befehl nicht nachgekommen ist, hatte auf keine Milde zu rechnen. Ja. Galt bei den SS-Gerichten auch der § 46 des Militärstrafgesetzbuchs? 47. Ja. Aber ich darf vielleicht dazu sagen, ich darf zunächst erklären, was ich damit fragen will, für die, die nicht hier eingeweiht sind. Im § 47 Militärstrafgesetzbuch steht drin, dass jemand einen Befehl, durch den ein Verbrechen befohlen worden ist, nicht durchführen darf. Bitte schön. Es fragt sich natürlich, was das ist, das Militärstrafgesetzbuch unter einem Verbrechen versteht. Die Verbrechen sind im Militärstrafgesetzbuch enumerativ aufgeführt, soweit nicht auf die allgemeinen Strafvorschriften verwiesen worden ist. Und ein Gesetz ist so auszulegen, wie es seinem Sinn entspricht. Es gibt keine Vorschrift des Militärstrafrechts, dass das Militärstrafrecht selbst aus der Angel heben würde. Und das wäre der § 47, wenn man ihn auf Maßnahmen der Kriegsführung und der politischen Maßnahmen ausdehnen wollte, der Staatsführung. Der Krieg ist eine politische Entscheidung und es steht dem Soldaten nicht zu, daran Kritik zu üben oder Befehle, die in Ausführung dieser Politik gegeben worden sind, zu verweigern. Ich kenne den gegenteiligen heutigen Standpunkt, aber er ist meines Erachtens nicht konsequent. Denn dann müssten sie auch logischerweise jeden Soldaten, die an dem Überfall auf Russland teilgenommen haben, wegen Mordes vor Gericht stellen.
Denn mit Russland bestand ein Nicht-Angriffspakt. Der ist im Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden. Und wir haben ihn angegriffen. Und die ersten Soldaten, die haben die ahnungslosen Russen in ihren Kasernen und die Bevölkerung in den Städten zusammen bombardiert, zusammen geschossen wie die Hasen. Bezeichnen Sie das als ein Verbrechen? In dieser Definition wäre es ein Mord. Aber es ist ja nun, weil eben die Erklärung des Kriegszustands, die Erklärung des Krieges, auch des ungerecht, moralisch ungerechtfertigten Krieges, dem entzogen ist, dem Soldaten der Beurteilung, sondern sein Metier ist ja das Töten, dazu ist er ja gedrillt worden und dazu Befehle auszuführen, ohne danach zu fragen. Wenn ein Befehl von der entsprechenden vorgesetzten Dienststelle kommt und er ist ersichtlich in Dienstsachen oder in Kriegssachen gegeben, dann hat er ihn auszuführen, widerspruchslos, und so sind damals auch die Gerichte, haben sie geurteilt. Ja, nun, Dr. Morgan, darüber ließe sich diskutieren, über das, was Sie eben gesagt haben. Aber nicht diskutieren lässt sich doch wohl über die Frage, ob ein Soldat einen Befehl ausführen darf oder eventuell muss, unschuldige kleine Kinder ins brennende Feuer zu werfen. Ich glaube, dass da kein Soldat auch nur im geringsten zweifeln konnte, dass dieser Befehl ein reines Verbrechen zum Gegenstand hatte, oder nicht? Da haben Sie vollkommen recht, Herr Direktor. Und ich meine, ich habe das gelesen, aber ich kann mir es nicht vorstellen und ich möchte auch hoffen, dass es das nicht gegeben hat, denn das widerspricht jedenfalls der ganzen Richtung. Ich meine, ich habe das extreme Beispiel gewählt, Herr Dr. Morgan, um das, was Sie gesagt haben, richtig zu stellen. Es mag sein, dass der Soldat bei der Kriegsführung im Einzelnen nicht nachprüfen konnte und durfte, wer wann welchen Krieg angefangen hat. Das mag dahingestellt bleiben. Aber wenn man sich darauf beruft, bei der SS-Gerichtsbarkeit konnte einer auf Milde nicht rechnen, der einen Befehl verweigert hat, da frage ich Sie, kam es da nicht auf die Art des Befehls an? Ganz richtig. Sie haben ja auch vorhin von einem Verteidiger das Urteil Teube zitiert bekommen. Ja. Ein Obersturmführer, der auch bei solchen Aktionen sich Grausamkeiten schuldig gemacht hat und der zu, ich weiß nicht, 8 oder 10 Jahren Zuchthaus verurteilt, aus der SS ausgestoßen, für wehrunwürdig erklärt worden ist. Da steht ja in dem Urteil drin, die Art, wie er das gemacht hat, nicht? Das ist nicht eines Deutschen würdig. Und es ist nie von Seiten der SS, trotz allem, was man ihr nachsagt, trotz allem, was begangen worden ist, da sind sadistische Grausamkeiten gefördert oder gar verlangt worden, im Gegenteil. Herr Dr. Fertig. Herr Dr. Morgan, nach der Schilderung Ihres Gesprächs mit dem Obergruppenführer Müller in Berlin damals, haben Sie diesem Obergruppenführer Müller gesagt, dass das Recht zur Entscheidung über Leben und Tod von Hitler doch wohl ihm delegiert worden sei. Ich frage Sie, wussten Sie damals von dieser Delegation? Oder haben Sie das dem Obergruppenführer Müller nur gesagt, weil Sie damals nach diesem ersten Rausschmiss vielleicht wieder mit ihm ins Gespräch kommen wollten? Nein, ich hatte ja bei meiner Prüfung der Fälle und der Abgrenzung zwischen den angeordneten Exekutionen und den privat verübten Morden eine ganze Reihe von Akten, die Exekutionsanweisungen gesehen, und die kamen per Fernschreiber oder per Kurierpost von dem damaligen SS-Gruppenführer Müller, waren sie unterzeichnet. Ich habe das letzte nicht verstanden. Sagt, diese legalen Exekutionsanordnungen waren von SS-Gruppenführer Müller unterzeichnet, und da er dies nun offiziell angeordnet hat, konnte
Es ist hier also nur um eine Delegation der Befugnisse Hitlers auf Müller handeln. Und das habe ich ihn gefragt und bestätigt bekommen. Ja. Die Frage beantwortet. Ist es möglich, dass der Obergruppenführer Müller oder vielleicht auch Hitler oder Himmler dieses Recht weiter delegiert hat? Also zunächst denke ich an darüber hat der Zeuge gesprochen, Herr Rechtsanwalt. Der Zeuge hat den Obergruppenführer gefragt, worauf der ihm zur Antwort gegeben hat, nein, er hätte es nicht weiter delegiert. Herr Vorsitzender, ich glaube, ich habe das etwas anders verstanden. Sie haben damals diese Frage gestellt. Diese Frage wurde von Herrn Kollegen Dr. Laternzer beanstandet. Daraufhin haben Sie festgestellt, dass also Obergruppenführer Müller dieses Recht nicht weiter delegiert hat. Die Frage ist also nicht beantwortet, nicht von dem Zeugen. Nein, der Verteidiger hat das überhört, glaube ich. Ja. Denn mir kam es doch dabei an, nachdem ich mir schon den Unwillen zugezogen hatte, mich irgendwie dem Verständnis Müllers zu nähern. Und Müller, das hatte ich erkannt, war ein Autokrat und auf seine Macht fühle stolz und eifersüchtig darauf bedacht, diese zu wahren. Und deshalb hatte ich mich vergewissert durch die Frage, hat er das Recht weiter delegiert, das hat er abgelehnt. Nicht? Er hätte also gefragt werden müssen, das hat er bejaht. Grabner dürfte nicht selbstständig handeln. Nicht? Er hat mir nicht gesagt, ich habe dem Grabner Blanko-Vollmacht gegeben oder die Konzentrationslagerkommandanten haben das. Nein, er hat sich empört dagegen, dass sowas ohne ihn zu fragen hinter seinem Rücken gemacht wird. Er hat mir Beispiele genannt, wo er selber das Opfer geworden ist nicht? Und dann nachher nach außen als wortbrüchig anstand, man ihm selber diese bösen Streiche gespielt hatte. Frage beantwortet. Ja. Herr Dr. Morgen, im Laufe Ihrer Vernehmung sagten Sie mal wörtlich, befehlsmäßig angeordnete Exekutionen brauchten ja nicht das Licht des Tages zu scheuen. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass nach der damaligen Rechtsauffassung dann diese befehlsmäßig angeordneten Exekutionen rechtmäßig waren und Sie als SS- und Polizeirichter also auch keine Veranlassung hatten einzuschreiten? Ich sagte Ihnen zunächst, der Vollzug, nicht natürlich in der breiten Öffentlichkeit, denn Todesurteile sind in Deutschland nie öffentlich vollzogen worden, im Gegensatz zu Frankreich und England, sondern immer in Gefängnismauern. Aber dass man hier den offiziell förmlichen Weg gewählt hat und hatte da eine Hinrichtungsstätte und eine bestimmte Hinrichtungsart, und es wurden gewisse Formalitäten beobachtet, dass ein Arzt da dabei ist, dass ein Protokoll geführt worden ist, nicht, dass die Identität festgestellt wurde. Das sprach also dafür, dass es sich hier um eine legale Exekution handelt. Also zum Beispiel Vollstreckung des Urteils an des Kriegs- oder Standgerichtes, nachdem vom Gnadenrichter dann Gebrauch gemacht worden ist. Aber das schließt natürlich nicht aus, was ich im Augenblick nicht weiß, dass trotzdem da auch private Willkür und Morde auf diese Weise ausgeübt worden sind. Sie wollten aber grundsätzlich meine Frage bejahen. Ja. Eine weitere Frage, eine letzte Frage, Herr Dr. Morgen. Sie sagten, dass die SS- und Polizeigerichte, dass es die erst seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gab. Vorher war die allgemeine Justiz zuständig. Bedeutet das, dass also die Handlungen der SS-Leute der Zuständigkeit der allgemeinen Justiz und ich denke jetzt besonders der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit entzogen waren? Wieso der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit entzogen? Im Gegenteil, die war zuständig bis Ausbruch des Krieges. Ja, der Verteidiger meint etwas anders. Es ist eine Verordnung vom 17. Oktober 1939 im Reichsgesetzblatt abgedruckt worden, wonach die SS-Gerichtsbarkeit geschaffen worden ist. Und diese SS-Gerichtsbarkeit trat nun an die Stelle der sonst üblichen Gerichtsbarkeit, sei es eben der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder sei es der Militärgerichtsbarkeit. Stimmt's? Ja, ich sagte eingangs, dass die SS- und Polizeigerichtsbarkeit ja die Gerichtsgerichtsbarkeit des Fetten Wehrmachtstages geworden ist. Ist also diese Frage ebenfalls zu bejahen?
Was für eine Frage ist zu bejahen? Dass diese Handlungen der Zuständigkeit, also der ordentlichen Gerichtsbarkeit, entzogen waren. Ja, dass sie eben der Zeuge stört sich daran, dass Sie die SS-Gerichtsbarkeit nicht als ordentliche Gerichtsbarkeit hier erwähnt wissen wollen. Die SS unterstand seit dieser Verordnung der SS-Gerichtsbarkeit nicht mehr der Staatsanwaltschaft, nicht mehr der Militärgerichtsbarkeit. Dankeschön, keine Fragen. Ja. So. Leider, dass es schon so spät ist. Habe ich der Zaun der Militärgerichtsbarkeit hat sie ja nie unterstanden, denn diese SS-Verbände, die es vorher gab, sagen wir die Leibstandarte oder die Wachmannschaften, es war ja Polizei oder Parteitruppe. Die unterstanden früher der Staatsanwaltschaft, ja. Und sind auch am Anfang sogar noch verfolgt worden von der Staatsanwaltschaft, ja. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Dr. Morgen, dass als Sie im Oktober 1943 das Lager Birkenau zum ersten Mal gesehen haben, diese hier eingezeichnete Rampe noch nicht vorhanden war? Ja. So hat das ich habe nicht von Oktober gesprochen, ich sagte im Herbst 1943. Etwa Oktober. Sind Sie dessen ganz sicher? Er sagt, sie war noch nicht fertiggestellt. Ich habe deswegen Anlass zu fragen, weil uns der Herr Zeuge Dr. Wolken sowohl am 24. wie am 27.2. zum ersten Mal bei seiner Schilderung, am 2. auf ausdrückliche Befragung gesagt hat, als er im August 1943 nach Birkenau kam, wohlgemerkt nicht ins Stammlager, da sei die neue Rampe bereits fertig und in Betrieb gewesen. Ich habe keine gesehen. Also Sie sagen jedenfalls, als Sie im Herbst 1943 hinkamen, war die Rampe noch nicht fertiggestellt. Nein. Danke. Noch eine weitere Frage. Sie haben uns, ich möchte sagen, ich einen Sie nicht Zustand... Gesehen. Ich hätte Sie sehen müssen. Bitte? Ich sagte, ich habe Sie nicht gesehen. Nicht? Ich hätte Sie auch nicht sehen müssen. Ja. Aber ob sie wirklich nicht fertiggestellt war, weiß ich nicht. Sie haben uns einen Zustand geschildert, den man als eine gewisse Disziplinlosigkeit wohl nur werten könnte. Können Sie irgendetwas darüber sagen, ob diese Art von Zustand, wie Sie ihn bei der Wachmannschaft angetroffen haben, schon längere Zeit bestanden haben musste, eventuell auch schon im Jahr 42? Nein, darüber kann ich nichts sagen. Danke. Ja, Gott, Herr Vorsitzender. Übrigens, Herr Zeuge, dass Sie in Ihrer Erörterung über den Befehl und die mögliche Verweigerung gebrauchte Beispiel des Herrn Vorsitzenden, dass Kinder ins Feuer geworfen worden sind, ist keine Anschuldigung in diesem Verfahren und es ist auch keineswegs bis jetzt bewiesen worden. Ich habe daran keine Frage. Na, sonst noch eine Frage zu stellen. Ich glaube, Herr Rechtsanwalt Dr. Laternse, man hat hier zweifelsfrei erkannt, dass das ein Beispiel war, um bei dem Zeugen eine klare Aussage herbeizuführen, ob jeder Befehl, der nicht befolgt worden ist, zu einer strengen Bestrafung führte oder ob es Befehle gab, die auch bei dem SS-Gericht nicht als ausführbar und zumutbar bezeichnet worden wären. Und deshalb habe ich dieses extreme Beispiel genannt. Ich habe nicht gesagt, dass einer der Angeklagten hier Kinder ins Feuer geworfen hätte und ich habe nicht behauptet, dass das bewiesen sei und ich weiß überhaupt nicht, was Ihre Erklärung sein soll. Sie haben keine Frage an den Zeugen. Ich glaubte, Sie hätten eine Frage an den Zeugen gehabt, denn nur dann, wenn Sie Fragen an den Zeugen gehabt hätten, wären Sie berechtigt gewesen, das Wort zu ergreifen. Und nun bitte ich Aber dann werden Sie bitte dann meine Erklärung als einen Protest gegen den Vorhalt, den Sie dem Zeugen gemacht haben. Also. Ich darf aber Folgendes dazu fragen. Vielleicht meine das der Verteidiger, ob ich in der Hinsicht Feststellungen getroffen habe, ob so etwas vorgekommen ist. Der Untersturmführer Wiebeck berichtete mir einmal von einer Untersuchung, die er in Auschwitz durchgeführt hat und wobei Leichen in Gruben und auf Stößen im Freien verbrannt worden sind. Das ist mir deshalb noch besonders in Erinnerung, weil der betreffende SS-Angehörige, der da nachts da dabei stand, das Feuer unterhielt, ihn fragte, und zwar mit Angst in der Stimme, und sagt, wenn diese Aktion abgeschlossen ist, dann wandern wir wohl selber in die Grube als Mitwisser.